Jetzt bitte ich Sie so herzlich wie möglich, meinen heutigen Gast zu begrüßen, nämlich Stefan Aust. Hallo. Tja, wissen Sie, was das Schönste am Theater ist? Wenn Sie den Hintereingang durchlaufen sind und dann in den Saal kommen. Das sind zwei Welten. Hinten ist es völlig verkommen, vorne schön. Lieber Aust, Sie sind 1946 in Stade in Niedersachsen geboren worden. Sind Sie in dieser Gegend auch aufgewachsen? Ja, also ich habe eigentlich kaum was anderes erlebt. Ich komme von einem kleinen Dorf in der Nähe von Stade, Stadersand, also direkt an der Elbe. Und bin in Stade zur Schule gegangen, wenn Sie es genau wissen wollen, 14 Jahre. Dazu komme ich schon. Also regulär waren 13 Jahre, nicht? Ja. Also nicht. Ja. Sagen Sie mal, Ihr Vater war Landwirt. Sie waren der älteste von 5 Geschwistern. Ich habe nichts über Ihre Mutter gefunden. Was hat Ihre Mutter gemacht? Zu Hause geholfen? Meine Mutter hatte 5 Kinder und wir hatten einen kleinen, winzig kleinen Bauernhof. Und da gab es unglaublich viel zu tun. Ja. Der lief auch nicht besonders gut, gehörte auch ursprünglich meinem Großvater. Na gut, also alles kompliziert. Und dann hat meine Mutter bei der Volkshochschule noch Buchführung gelernt und hat dann in verschiedenen Unternehmen als Buchhalterin gearbeitet und hat damit im Grunde die Familie also ein paar Jahre lang tatsächlich mit über Wasser gehalten. Wie Ihre Eltern, auch Ihr Vater, wie sind die denn umgegangen? Ich meine, 5 Kinder ist ja nun wirklich eine große Zahl. Da muss ja ein bisschen für Ordnung und Disziplin sorgen und anderes und ans Arbeiten heranführen und so. Nee, wissen Sie, es war, wie gesagt, ein kleiner Bauernhof, der hatte 15 Hektar. Wir hatten irgendwie 5, 6 Kühe. Mein Vater ist morgens aufgestanden um 5 oder um 4:30 und hat die Kühe gemolken. Und dann hatten wir Äpfel und mussten mit Kisten schleppen und Äpfel pflücken und im Stall ausmisten. Da hatten wir viel zu tun, aber sonst haben sich unsere Eltern eigentlich nicht so wahnsinnig viel darum gekümmert, dass wir irgendwie Disziplin einhalten. Hauptsache, wir haben ordentlich mitgearbeitet und einigermaßen lief das in der Schule. Das war irgendwie, ich würde mal sagen, ein ziemlich liberaler Haushalt. Mhm. Haben Sie durch Ihren Vater eine besondere Bindung zur Natur bekommen? Das heißt, sowohl zur Pflanzenwelt als auch zur Tierwelt? Denn Sie lieben ja bis heute auch Pferde oder hat das wenig damit zu tun? Das hat schon damit zu tun, aber das geht eigentlich noch ein Stück weiter zurück. Mein Vater hat mal Landwirtschaft gelernt, irgendwie, der ist Jahrgang 05 gewesen, hat die Schule vorzeitig verlassen, weil er, glaube ich, dem Lehrer mal so das Portepee abgerissen hat. Und dann musste er Landwirtschaft lernen und dann ist er nach Amerika ausgewandert und hat 15 Jahre in USA und Kanada zugebracht als Cowboy und Trapper und was weiß ich und Bienenzüchter. Hat das nie so richtig zu was gebracht. Also ich habe gerade gestern übrigens von meinem alten Vetter gehört, mein Großvater hat ihn auch mal aus Kanada zurückgeholt. Der ist irgendwie in den Busch gefahren und hat ihn zurückgeholt, irgendwie ganz merkwürdig. Na gut, jedenfalls ist er dann im Sommer 39 auf Besuch nach Deutschland zurückgekommen, um die Familie zu besuchen und fand sich dann Ende des Jahres oder im Herbst im Krieg wieder, als Soldat, weil er noch den deutschen Pass hatte. Ja, das kann man sehen, kommt aber raus, wenn man nicht genügend Zeitung liest. Tja, das stimmt. Hatten Sie als ältestes Kind eine besondere Mitverantwortung für Ihre Geschwister? Ja, so eine Art habe ich mir. Nee, das wäre jetzt übertrieben. Das sicherlich nicht. Aber wenn man der Älteste ist und muss den Laden damit zusammenhalten, ich war auch eigentlich der Erste, der irgendwie sein eigenes Geld verdient hat direkt nach der Schule und habe das da alles ein bisschen mit unterhalten. Da hat man natürlich schon einen gewissen Einfluss. Also wir haben uns auch durch die Pferde, also das hat was mit der Amerika-Geschichte meines Vaters sicherlich zu tun. Dann sind wir auf Ponys und auf anderen Pferden rumgeritten und wir haben uns über viele Jahre, haben wir den ganzen Betrieb, dann war der irgendwie weg und haben einen neuen angefangen und so weiter, zusammen gemacht, sodass irgendwann saßen wir mal, da waren wir schon alle irgendwie Mitte 30, Ende 30 am Abendbrotstisch und sagte meine Mutter, ach, eigentlich habt ihr doch eine ganz schöne Kindheit gehabt. Und hat meine Schwester gesagt, ja, und so lange. Das heißt,
damals ist Ihre Liebe zu den Pferden entstanden und die gab es auch reichlich dort auf dem Dorf. Naja, wir hatten ursprünglich auf unserem Hof hatten wir zwei Pferde vom Wagen. Mhm. Und die sind dann irgendwann mal durchgegangen und mussten dann abgeschafft werden, weil die irgendwie nicht so richtig zu steuern waren. Und hatten dann einen kleinen Trecker, den man so mit der Kurbel andrehte vorne. Also deswegen konnte ich immer schon relativ gut Trecker fahren, schon mit 10 oder so. Auch mal schon mal gegen die Ecke gefahren. Und dann gab es die Sturmflutkatastrophe 62 und die Kühe ertranken. Also die waren im Stall und sind irgendwie abgesoffen. Eine hat überlebt, die mein Vater vorher noch losgebunden hat. So, und dann hatten wir keine Kühe mehr und hatten aber eine Weide, eine relativ große. Und dann kam der Augenarzt aus Stade und hat gefragt, ob er seine Pferde da unterstellen konnte. Das waren zwei Doppelponys. Und dafür durften wir dann darauf reiten. Und das hat uns dann nicht mehr losgelassen. Und hat Ihr Vater dann auch viele Geschichten erzählt? Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich ziemlich irre. Also der war 15 Jahre in Amerika, dann die ganze Kriegszeit. Ehrlich gesagt, ich habe von meinem Vater extrem wenig gehört über sein eigenes Leben. Wirklich sehr wenig. Auch über den Krieg wenig? Extrem wenig, extrem wenig. Also der hat das auch nie sehr weit gebracht. Also er war kein Nazi, aber auch kein Widerstandskämpfer. Der ist da irgendwie mitgelaufen. Er war, was ich doch mal erfahren habe, weil er ja aus Amerika, in Amerika ganz gut Englisch gelernt hatte, sollte er in eine Truppe gesteckt werden, die in amerikanischen Uniformen hinter der Grenze, als die Amerikaner schon nach der Invasion in der Normandie, nach der Landung vorrückten, sollte dieser SS-General Otto Skorzeny, Fallschirmjäger, hinter der Front abwerfen. In amerikanischen Uniformen und die sollten dann irgendwie Sabotageakte machen. Und da hatten sie meinen Vater mit reingesteckt. Der ist aber, er ist glaube ich 6-mal mit dem Fallschirm gelandet, aber aus dieser Operation wurde da nichts, jedenfalls was meinen Vater anbetrifft. Was sich da abgespielt hat, weiß ich auch nicht. Soweit hat er das erzählt. Im Übrigen sind die ersten, die da gelandet sind, sind gleich von den Amerikanern geschnappt worden und dann hat man gemerkt, dass es verkleidete deutsche Soldaten waren, sind gleich aufgehängt worden. Aber warum mein Vater dann im Endeffekt nicht zum Einsatz kam, weiß ich nicht. Er hat irgendwie so eine Redewendung immer gehabt, die lautete, ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat, sagte immer, besser einmal im Leben Feigling als das ganze Leben lang tot. Da ist ja auch was dran, ne? Ja. Sagen Sie mal, was mich auch interessiert, die Nazi-Diktatur, spielte das abends in den Gesprächen eine Rolle, so Ihre Mutter, eine Relativierung oder wo sie sagte, das war schlimm oder das war schön? Nee. Und in der Schule, spielte die Nazi-Diktatur dort eine Rolle oder zunächst auch nicht? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Bei uns zu Hause eigentlich kaum. Ja. Man hatte den Eindruck, so in den 50er und frühen 60er Jahren, als wenn die mit diesem Kapitel, das ja auch wirklich schrecklich für alle war, nicht? Also auch, ich meine, meine Mutter ist Jahrgang 23 gewesen, da kann man sich vorstellen, wie alt sie war bei Kriegsende und wie alt sie bei Kriegsbeginn gewesen ist. Die war beim BDM und bei diesem ganzen Arbeitsdienst und all diese Geschichten. Aber man hat darüber nicht wirklich intensiv geredet, muss man wirklich sagen. In der Schule war das am Anfang auch so. Wir hatten bei uns im Dorf eine kleine, wie man so nennt, eine Zwergschule. Erste bis vierte Klasse in einem Klassenraum und vierte bis achte in einem Klassenraum. Und da hatte ich in der Grundschule, also erste bis vierte Schuljahr, einen wirklich sehr guten Lehrer, den ich auch sehr gut leiden mochte, Herr Ebeling. Und Herr Ebeling war Oberst bei der Wehrmacht gewesen und war der jüngste Ritterkreuzträger. So, und da hatten wir Religionsunterricht, alles, wir hatten ja alles in einer Klasse und dann ging das darum, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und dann hat der Lehrer gesagt, ja, das waren die Juden, dafür sind sie dann später auch schwer bestraft worden. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Herr Ebeling, wie meinen Sie das? Und dann hat er gesagt, das wirst du noch früh genug erfahren. Aber das war sonst irgendwie ein bemerkenswerter Lehrer. Also ich habe mit dem, also eine Sache erinnert mich besonders an ihn. Da hatten wir kurz vor den Ferien, mussten wir Rechenaufgaben lösen. Und das Mädchen auf meiner rechten Seite konnte das schneller. Obwohl ich die eigentlich ziemlich dämlich fand, ehrlich gesagt. Und dann hat er sich so links neben mich gesetzt und hat mich getriezt.
so nah und nicht geschafft und so. Und dann habe ich es so gemacht und dann hörte er nicht auf. Und da saß so links neben mir und dann habe ich aufgeholt und habe den so batsch eingeknallt. Als Zehnjähriger. Ich glaube, ich war der Jüngste, der jemals einen Ritterkreuzträger geohrfeist hat. Ja. Ich habe ihn dann, der ging dann als Oberst zur Bundeswehr, wurde auch General, war, glaube ich, mal Chef in Hammelburg. Ich habe den viele Jahrzehnte dann nicht gesehen, aber als er 90 wurde, da hat seine Enkelin mich angerufen, da war ich Chefredakteur des Spiegel, und hat gesagt, er würde öfter mal über mich reden. Gut, ich war ja dann auch ein bisschen bekannter, und ob ich ihm nicht einen Gruß schreiben könnte. Und dann habe ich ihn angerufen, war ganz gerührt, und kurz darauf starb meine Mutter. Und dann kam er an mit 90 Jahren im Auto oder etwas mehr als 90. Und dann haben wir uns über den Vorgang von damals unterhalten und er hat sich entschuldigt. Er meinte, ich hätte recht gehabt. Ein schönes Erlebnis, ja. Wie war das überhaupt mit, sind Sie dann von der 5. bis zur 8. Klasse auch in diese Schule gegangen? Nein. Also man musste dann eine Prüfung, nach der 4. machte man eine Prüfung und dann ging es rüber nach Stade. So 6 Kilometer mit dem Fahrrad jeden Morgen. Und dann habe ich die Prüfung bestanden und dann war ich eben... Was waren denn Ihre Lieblingsfächer und was waren die blödesten? Ach Gott, mein Latein konnte ich überhaupt nicht. Wollte ich eigentlich auch nicht. Und mein Lateinlehrer, auch ehemaliger Wehrmachtsgeneral, das waren ja alles ehemalige Soldaten oder NS-Größen. Also bei uns gab es viele Generäle. Der hat immer gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, alter Knabe, zieh dich in deine Redaktionsstube zurück. Also, weil ich schon Schülerzeitung damals gemacht hatte. Ich habe mich interessiert, vor allen Dingen für Geografie. Ja. Also, das hing vielleicht damit zusammen, dass mein Vater eben in Amerika gewesen war und die ganze Familie, also die Geschwister von meinem Vater, waren alle irgendwie unterwegs. Also, mein Großvater war Kaufmann, hatte so eine kleine Reederei in Hamburg und war so ein bisschen vermögend, wenn man sagen, nicht riesig, aber gar nicht arm. Und er hatte 1964 seine kleine Reederei an den Hamburger Staat verkauft, weil der Hamburger Staat hatte eine Reederei aufgemacht, natürlich mit Staatsknete finanzierten, damals schon modernen Schiffen, da konnte der nicht mehr mithalten. Und dann hat er das 1924, glaube ich, mit 60 verkauft an den Hamburger Staat auf Leibrente. Und dann hat er bis 62 davon gelebt. So, und die Geschwister von meinem Vater, also mein Vater 15 Jahre in Kanada, sein ältester Bruder, ich glaube, fast 30 Jahre in China, dann eine Schwester von ihm, ich glaube, 10 Jahre in Guatemala, eine Tante war auch noch mit 10 Jahren in China, hat einen Engländer geheiratet, hat in England gelebt, die waren alle irgendwie unterwegs. Haben Sie die alle kennengelernt? Gab es so Familientreffen? Ja, also in dem Haus, mein Großvater hatte 1900 ein Haus in Blankenese gekauft. So am Abhang mit einem wunderbaren Blick über die Elbe. Da habe ich mich im Laufe der Jahre eingekauft und mir gehört inzwischen die Erbengemeinschaft. Sehr schön. Ich hoffe, dass Sie vernünftig juristisch beraten wurden. Ich glaube schon. So, und in diesem Haus lebte Großvater und Großmutter und da fanden sich alle immer ein. Also ständig. Mhm. Sind natürlich schwerstens oft miteinander im Streit gewesen und sonst was. Ja. Nicht alles harmonisch, ne? Aber das war eigentlich der Treffpunkt. Sie sagten schon, Schülerzeitung leiteten Sie. Ahnten Sie da schon, dass Sie Journalist werden? Wussten Sie, das ist Ihre Welt ein bisschen? Nö, das ahnte ich nicht. Das war mir klar. Ach was, ja? Naja, Sie merken, wissen Sie, wenn Sie mit, ich habe da mit 16, glaube ich, so irgendwie angefangen, habe auch irgendwie Anzeigen beschafft und alles Mögliche, habe wenig geschrieben, weil ich eigentlich nicht schreiben konnte. Das stimmte übrigens auch tatsächlich, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, du kannst nichts schreiben, weil du nichts zu sagen hast. Ne? Und wenn man dann irgendwie was zu sagen hat, dann fällt es einem vielleicht manchmal leichter. Also wie gesagt, das merkt man ja schon bei der Schülerzeitung, das ist so die Möglichkeit, durch alle verschiedenen Ebenen der Gesellschaft irgendwie sozusagen durchzustoßen und überall hinzugehen und alles sich anzugucken, was einen interessiert. Und das fand ich wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Durch einen Attest mussten Sie nicht zur Bundeswehr. Waren Sie darüber froh oder war das Attest ein bisschen getürkt? Nee, pass auf, das war so. Habe ich übrigens gerade der jetzt dafür Zuständigen erzählt. Sie hat versprochen, es nicht weiter zu sagen, deswegen will ich es auch nicht heute. Also es ist ganz einfach. Ich war nach der Schule direkt bei Konkret, also der linken Zeitschrift, und dann kriegte ich einen Einberufungsbefehl zum
zum 1. Oktober 1966, glaube ich, war das. Und naja, dann sagte unser Hausarzt, hast du nicht schon gelegentlich mal so Rückenschmerzen oder sowas gehabt? Da habe ich gesagt, ja, eindeutig. Und dann hat er mich ins Krankenhaus eingewiesen mit einem Bandscheibenschaden. Nicht? Also wusste man damals ja nicht so ganz genau, hatte schwere Rückenschmerzen. Und dann haben wir einen Attest dahin geschickt und dann haben die geschrieben, hiermit ist der Einberufungsbefehl vom Sohn so viel und Sohns außer Kraft gesetzt. Und dann passierte was und war die Sache erstmal erledigt. Dann wurde ich aber nachgemustert. Und da habe ich einen guten Tipp gekriegt von meinem damaligen Verleger Klaus Rannerö. Der hat gesagt, melden Sie sich mal nach Hamburg um. Ich war noch immer in Stade gemeldet. Und dann habe ich mich nach Hamburg umgemeldet und dann wurde ich nachgemustert und dann habe ich nie wieder was gehört. Und ich weiß nicht 100%, wer meine Akte damals weggeschmissen hat. Ich habe schon bei konkret gearbeitet, reichte denen schon. So einen Aufwiegler brauchen sie da nicht. Ne? Ja. War ich eigentlich nie. Ich war eigentlich eher harmlos. Sie haben ja nur kurze Zeit studiert, 66 glaube ich, Soziologie, reisten 3 Monate durch die USA. Nee, ist zweimal falsch. Also ich habe erstmal angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Hm? Da war ich glaube, 4-mal in der Uni, einmal zum Einschreiben, einmal zum Belegen, einmal zur Vorlesung, einmal zum Sommerfest. Wenn also jetzt irgendjemand sagt, ich sei ein abgebrochener Student, dann komme ich mir schon vor wie ein Hochstapler. Ich habe dann 3 Jahre bei Konkret gearbeitet und dann bin ich ein halbes Jahr nach Amerika gefahren. Mhm. Einmal rundherum. Und als Sie durch die USA fahren, da begannen Sie doch auch dort zu arbeiten, in den USA. Naja, arbeiten kann man das nicht nennen. Ich habe bei Konkret richtig viel gearbeitet und da habe ich auch wirklich gutes Geld verdient und durch die viele Arbeit hatte ich gar keine Zeit, das auszugeben hatte also ein bisschen was auf dem Konto liegen und konnte davon 1, 2, 3 Jahre eigentlich ganz gut über die Runden kommen. So, und habe ich mir ein Auto gekauft, bin einmal rundherum gefahren und um nicht irgendwie nur am Strand zu liegen, sondern irgendwie was kennenzulernen, habe ich mich dann eigentlich immer bei Leuten gemeldet, die ich durch meine Zeit bei Konkret entweder direkt oder indirekt kannte. Und das waren meistens Leute, die bei so irgendwie alternativen Zeitschriften oder Zeitungen arbeiteten. Und dadurch hatte ich in vielen Städten irgendwelche Adressen, die ich anlaufen konnte und habe dadurch eben auch bin nach Austin, Texas gefahren, da war der SDS-Kongress und gerade amerikanische Studentenorganisation und in San Francisco habe ich die Black Panther kennengelernt und alles mögliche, aber alles durch diese Kontakte und dann habe ich da so ein bisschen mitgearbeitet. Erklären Sie doch mal dem Publikum und mir, wie man ohne Ausbildung, ohne Studium so gebildet, klug und intelligent werden kann, wie Sie es geworden sind. Ja, erstmal gibt es da unterschiedliche Auffassungen davon, ob das so stimmt. Das ist ja, ich meine, diese Art von Journalismus ist lifelong learning. Das ist ja nicht mal eben 5 Jahre oder 6 Jahre zur Uni gehen und irgendetwas für irgendein Seminar zu pauken, sondern ich habe ja immer, habe ich früher gemacht und das mache ich auch heute noch, mich den gesamten Tag eigentlich damit beschäftigt, um zu verstehen, zu kapieren, nachvollziehen zu können, was eigentlich so in der Welt vor sich geht. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen, wenn ein Semester 2 Jahre habe, dann bin ich im 150. Semester ungefähr. Das stimmt. Aber dafür sind Sie ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ich kenne so ein ewiger Student. Ich kenne Hamburger Studenten aus der Linken, ja, die sind jetzt, glaube ich, im 16. Studienjahr. Na schön, dazu sage ich gar nichts. Sie arbeiteten ja, bevor Sie bei Konkret waren, bei St. Pauli. Das ist wohl ein Männermagazin. Was haben Sie denn dort gemacht? Nein, das kann ich Ihnen genau sagen. Ja. Das ist, das werde ich natürlich aus meiner Biografie auch nicht mehr los. Ja. Und das ist auch gut so, wenn man weiß, wie es wirklich gewesen ist. Es war nämlich so, war nach Konkret ein halbes Jahr in Amerika, komme also wieder und bin an einem Freitagabend beim Italiener zusammen mit Manfred Bissinger. Ich weiß noch ganz genau. Und da ruft mich an ein Layouter,
so Grafiker, den ich von Schülerzeitung her kannte, und der war bei den St. Pauli Nachrichten, die damals eine irre hohe Auflage hatten. Die hatten eine Million Auflage pro Woche, und zwar im Wesentlichen durch die Kontaktanzeigen. Das war der entscheidende Punkt, die Kontaktanzeigen, die hinten standen. Das ist sowas wie heute wie Parship, nicht? Und sowas. Ja, so. Im Grunde wirklich nichts anderes. So, und der rief mich an abends und sagte, sag mal, wir haben hier ein Problem. Die Zeitung ist wegen der Kontaktanzeigen verboten worden von der Bundesanstalt für jugendgefährdende Schriften, so ähnlich heißt das Ding. So, und wenn die da indiziert werden, dann dürfen die für ein halbes Jahr nicht öffentlich ausgelegt werden und verkauft werden. Und die Anwältin, Frau Dr. Gisela Wild, wahrscheinlich kennen Sie die. Die hat zusammen mit einer Kollegin das Volkszählungsurteil beim Verfassungsgericht erreicht. So, und die hatte eine gute Idee. Die hat nämlich festgestellt, Tageszeitungen dürfen nicht indiziert werden. So, und dann hat sie dem Verleger gesagt, mach doch eine Tageszeitung draus. Das musst du nur für ein halbes Jahr machen. Dann können sie die nicht verbieten. So, und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, sag mal, kannst du nicht mal eben schnell eine Tageszeitung draus machen? Die muss 5 Tage in der Woche erscheinen. Der 6. Tag ist dann die reguläre Ausgabe. Die muss nur genauso heißen, muss aber eine richtige Tageszeitung sein. Druckerei haben wir auch schon, und DPA-Basisdienst kriegen wir irgendwie umsonst von jemandem, der bei DPA arbeitet. Kannst du das nicht machen? Dann habe ich gesagt, ja, und ab wann? Sagt er, ja, Montag. Ich sage, gut, wann müssen wir denn anfangen? Ja, Sonntag. Dann habe ich gesagt, kann ich aber nicht alleine machen. Und dann habe ich meinen Freund Horst Thomey angerufen, ich weiß, Sie den noch kennen, der hat für Wolfgang Neuss früher viele Texte geschrieben. Ja. Ich war dann später bei Konkret, lebt leider nicht mehr. So, dann habe ich den angerufen und habe gesagt, Hotte, wir müssen ab Montag eine Tageszeitung machen. Kannst du nach Hamburg kommen? Dachte er, ja, wann ist denn Redaktionsschluss? Ich gesagt, ja, so 16 Uhr haben die mir gesagt. Also das reicht auch, wenn ich mittags komme, nicht? Und dann kam er, das ist wirklich so. Und dann kam er, und dann haben wir von da an ein halbes Jahr das Ding als Tageszeitung gemacht, um das Verbot sozusagen zu unterwandern. Das war der Punkt. Was haben Sie denn da alles gemacht? Ach, DBA-Meldung, Artikel? Naja, und also es musste natürlich auch so ein ganz klein bisschen. Nee, es kamen dann noch alle möglichen dazu. Also, was weiß ich, dann tauchte plötzlich Hendrik Broder auf, der musste auch mal was schreiben. Ja. Oder was weiß ich. Jeder, der da mal kam, musste was schreiben, und es gab so ein paar Jungredakteure, die dann DPA ab und umgeschrieben haben, und ich habe meistens die Titelzeilen gemacht. Also es ging schon damit los, also musste natürlich auch ein klein bisschen, war ja St. Pauli ein bisschen schlüpfrig auch sein. Also ich weiß, in der ersten Ausgabe, da habe ich die Titelzeile gemacht, und die laute, da musste ich ja erklären, warum die jetzt als Tageszeitung erscheint, da war die Überschrift, darum täglich eine Nummer. Aber wir haben gemacht, was weiß ich, als die Chinesen den ersten Satelliten raufgeschossen haben und der Tung Fan Hung irgendwie gepiepste hat, sind wir zum China-Restaurant gegangen, haben uns eine chinesische Schlagzeile machen lassen, oder als in Kent State University Studenten erschossen worden sind, da haben wir ein Foto, Pfeil drauf, das ist Nixons Politik. Ich habe dann einen Kommentar geschrieben, habe dann da drin geschrieben, irgendwie, und Nixon, das Arschloch, sagt auch noch, haben wir dann eine Beschwerde von der amerikanischen Botschaft gekriegt. Und so haben wir uns, also es war, ich will mal sagen, es war so eine Mischung aus Boulevard und Taz. Ja. So ein bisschen, so war das. Also wobei ich ja finde, dass die meisten Zeitungen keine Überschriften können. Das stimmt. Auf ihre Art kann es Bild ein bisschen. Ich sage aber, das ist nicht mein Stil. Und die Taz kann es. Ja, also ich konnte eigentlich immer ganz gut Überschriften machen. Das habe ich beim Spiegel ja viele Jahre gemacht. Ich könnte aber Bildschlagzeilen nicht machen. Und ich glaube, Taz-Schlagzeilen auch nicht wirklich. Also das hat etwas damit zu tun, dass ich denke immer, man kann eine Zeitung nur für sich selbst machen. Und das stimmt. Nicht so, ja, machen, klar, wie man sie selbst gern lesen würde. Das ist der einzige Maßstab, den man haben kann. Und wenn sich dann eine gewisse Zeit danach herausstellt, dass man mit der Leserschaft nicht so eine viele Übereinstimmung hat, dann müssen die einen schnell loswerden. Ich war einmal beim Bildfrühstück, ganz Anfang der 90er Jahre, weil sie die Berliner Zeitung kaufen wollten. Also das konnte ich natürlich beim besten Willen nicht machen. Aber das Interessante war, dass ich gesagt habe, ich beteilige mich nicht. Dann saßen alle Redakteure zusammen, nur Männer damals, und der Chefredakteur, und dann sollte jeder seine Geschichte vorstellen. Dann sagte einer, na, ich habe hier eine Geschichte, das ist einer, der hat tapeziert bei einer Frau und die dann ermordet. Warum?
Ja, weil sie so oft am Tag von ihm wissen wollte. Ist das belegt? Na, hat er gesagt. Das war alles. Und dann saßen die bei der Überschriftenkonferenz und ich habe mich intellektuell gewehrt. Ich wollte keine Überschriften mitfinden. Aber bei dem Fall habe ich doch darüber nachgedacht, wie titelt man sowas? Und hab dann festgestellt, ich bin zu doof. Es hat gar keinen Sinn, ich bin auf nichts gekommen. Und schon gar nicht bei Bild. Da müssen ja 2, 3 Worte genügen. Ja, das stimmt. Und also ich könnte das nicht. Sie haben manchmal witzige Überschriften schon gehabt, so ist es nicht. Ja, also zum Beispiel irgendwie, wir sind jetzt Papst, war nicht doof, ne? Muss wir man sind sagen. Papst. Das ist, ne? Ist ja auch eine Legende geworden, also diese Überschrift. Aber jeden Tag kann man das ja auch nicht machen. Wie sind Sie zu konkret gekommen? Das war ja schon vorher. Wie sind Sie da überhaupt hingekommen? War das ein Zufall? Hat Sie einer angesprochen? Naja. Also ich habe, wie gesagt, eine Stade, diese Schülerzeitung gemacht und da hatte ich einen Redakteur oder Mitarbeiter, der war 2 Klassen unter mir. Das war der jüngere Bruder von Klaus-Rainer Röhl, dem Herausgeber von Konkret. Und der konnte sehr gut schreiben. Später das war zum Wolfgang Stern, Röhl, Wolfgang, ne? Röhl, ja. Und dadurch kannte ich Klaus-Rainer Röhl und dessen Ehefrau Ulrike Meinhof, als sie noch zur Schule ging. Also wir haben bei den Eltern von Wolfgang und Klaus-Rainer Röhl, die in Stade wohnten, haben wir häufig zu Hause gesessen und ferngesehen, wenn Ulrike Meinhof einen Beitrag in Panorama hatte, zum Beispiel. So, und dadurch kannte ich Ulrike, dadurch kannte ich Röhl und dadurch kannte er unsere Zeitung. Dann hatten wir Krach mit der Schule, dann haben wir die außerhalb verkauft, der Schule verkauft. Und ich hatte ein paar sehr, sehr, sehr gute Autoren, wirklich echt gute Autoren. Und die Zeitung war irgendwie gut gemacht. Und deswegen hat Röhl mich gefragt nach dem Abitur, ob ich nicht noch ein Abitur beim Anfang wollte. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich Betriebswirtschaft studieren, aber das war dann so spannend. Ich habe dann das ganze Layout gemacht. Wir waren eigentlich nur 2 Mann, also Röhl und ich und die Sekretärin Johanna Politz. Und das war's. Und freie Mitarbeiter. Und deswegen habe ich irre viel gearbeitet, aber ich habe bei dem wahnsinnig viel gelernt. Und dann bin ich halt relativ wenig in die Uni gegangen. Also diese 4 Mal, wie gesagt, ist ja relativ wenig. Und dann ging das. Sie konnten ja Bus fahren, ne? Mit dem Studentenausweis. Ich bin immer Auto gefahren, Mensch, was denken Sie eigentlich? Ich hatte immer ein VW Cabrio, also hör mal. Also, nicht gleich. Im ersten Jahr bin ich gelegentlich noch nach Stade gefahren mit dem kleinen grünen, dunkelblauen R4 von Ulrike. Na gut. Und dann ging eben diese ganze Studentenrandale los und das war natürlich sehr interessant. Klar. Dazu komme ich ja noch, wobei diese Tatsachen, diese Zufälle im Leben, das hat natürlich ihr Leben auch ungeheuer geprägt, später, darauf kommen wir ja noch, dass sie nun also Röhl kannten, Ulrike Meinhof kannten, die Zwillinge kannten, also so ein bisschen miterlebt haben, wie sich wer wohin entwickelt hat, ne? Ja klar, und Zufälle gibt es natürlich auch nur dann, wenn man in der Situation ist, in der diese Zufälle auch tatsächlich irgendwie einschlagen können. Ja. Also wenn man immer nur zu Hause sitzt, dann geht das wahrscheinlich schlechter. Aber wenn man viel unterwegs ist und viele Leute trifft, dann hat man manchmal Begegnungen oder zufällige Ereignisse, die unglaublich prägend sind. Sagen Sie mal, haben Sie da noch andere Leute kennengelernt bei Konkret, die später zur RAF-Szene gehörten oder nicht? Na gut, ich kannte Horst Mahler, Jan-Karl Raspe kannte ich, Bader und Enzlin sind mir nie begegnet, zum Glück. Und Gott, wen kannte ich? Also derjenige, der mit Ulrike Meinhof zusammenlebte, als sie untergetaucht ist, Peter Hohmann, der aber bei der Bader-Befreiung nur sozusagen eine sekundäre Rolle gespielt hat. Und dann natürlich alles, was in der Studentenbewegung liegt, von Otto Schily bis Rudi Dutschke. Wie war denn eigentlich Ihre Haltung zur 68er Bewegung? Haben Sie an den Studentendemos mit Dutschke und so weiter teilgenommen? Oder haben Sie es eher beobachtet und darüber geschrieben und darüber nachgedacht? Also geschrieben habe ich wenig, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, auch kein das besonders guter Schreiber war. Gelegentlich habe ich es mal gemacht, habe das dann irgendwann auch mal gelernt, also dadurch, dass ich Filmtexte vor allen Dingen geschrieben habe, wo sozusagen der Gedankengang durch den Film, die Dokumentation, den Beitrag schon mal vorgegeben ist. Bei Konkret wirklich herzlich wenig, aber ich bin sehr häufig da gewesen, habe die Leute getroffen, kennengelernt, bin immer, will man sagen, so eher am Straßenrand mitgegangen. Also es war
Vieles von dem, was da passierte, fand ich richtig. Also ich fand natürlich den Protest gegen den Vietnamkrieg richtig. Und zwar nicht primär deswegen, weil ich nun mir hätte vorstellen können, mit Ho Chi Minh auf den Lippen über die Straßen zu gehen. Denn das habe ich auch nicht für eine besonders meinen, sagen wir mal, Ansprüchen genügende Regierung im Nordvietnam gehalten. Aber es war mir eines absolut klar, dieser Krieg dort ist der reine Irrsinn. Und im Übrigen haben sie ihn jetzt schon verloren. Und sie werden ihn auch nicht gewinnen. Das war immer klar. Beim Krieg gehört ja manchmal auch dazu, ob man ihn gewinnen kann. Nicht nur die Motive. Auch die waren problematisch. So, andere Sachen. Ich war nie ein Anhänger der DDR. Nicht die Spur. Ein Staat, der seine Bürger einsperrt und daran hindert, das Land zu verlassen, war für mich völlig indiskutabel. Da konnten sie so viele Kinderkrippen haben, wie sie wollten. Da war ich nicht dabei. Und so habe ich so meine eigenen Positionen gehabt und viele Dinge, die da passierten, mit einer gewissen Sympathie gesehen, aber auch schon allein die Tatsache, dass Leute irgendwie auf die Straße gehen und sich nicht alles gefallen lassen und dass sie gegen den Vietnamkrieg demonstrieren und sich mit den alten Nazis in der Regierung, in den Schulen und den Behörden auseinandersetzen und dergleichen. Aber ich war immer, wie gesagt, immer so ein bisschen daneben und habe das aus einer gewissen Distanz kritisch beobachtet. War denn bei den Demonstranten eine DDR-Sympathie verbreitet? Ich dachte, dass viele eine Distanz hatten. Das gab phasenweise. Ja? Also ursprünglich war ja so die erste Welle der Studentenbewegung, das war ja sozusagen ein dritter Weg, nicht? Mit Sympathie mit den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, von denen aber natürlich sehr viele mit der DDR und der Sowjetunion zusammengearbeitet haben, bis hin zu den Palästinensern. Und dann, als die Studentenbewegung so am Verebben war, da bildeten sich ja so verschiedene Strömungen. Nicht? Dann gab es zu der Zeit ja auch, wurde die DKP zugelassen. Nicht? KPD war ja ursprünglich verboten und dann im Zuge der Annäherung mit dem Osten wurde die DKP zugelassen. Dann gingen eben viele Leute, die vorher in der Studentenbewegung waren, manche gingen zu den K-Gruppen. Das sind die dann später zu den Grünen kamen. Die waren doch, aber die liebten noch eher Mao Zedong. Ne? Die waren Mao Zedong, der Maoisten, Leninisten, gab es ja verschiedene Gruppierungen, AO. Lag das daran, dass Mao so weit weg war und man so einfach seine Fantasie bedienen konnte? Die DDR war ja so nah. Ja. Die DDR war, naja gut, aber dann sind sehr viele, von denen ich das mir auch nicht hätte vorstellen können, in die DKP eingetreten. Auch Leute, also im Grunde waren so aus diesem ganzen Umfeld der Studentenbewegung sind manche eben in die K-Gruppen gegangen, manche sind in die SPD gegangen, manche sind zur DKP gegangen manche sind in den Untergrund gegangen, entweder revolutionäre Zellen oder zur RAF. Und Sie haben sozusagen Ihren Weg für sich gefunden, ohne sich in irgendeiner Form zu organisieren. Ich war nie, aber niemals in irgendeiner Organisation, in irgendeiner Partei, nicht die Spur. Und kein einziges Mal irgendwelche Resolutionen unterschrieben und sonst was. Ich hatte ja einfach dadurch, dass ich so journalistisch tätig war, hatte ich ja genügend Möglichkeiten, irgendwie das, was ich meinte, zu artikulieren. Sagen Sie, wie kam es denn 1970 dazu, dass Sie die Zwillinge von Meinhof und Röhl, die von der RAF wohl nach Sizilien verschleppt worden waren, zum Vater zurückbrachten? Und waren Sie eigentlich für den Verfassungsschutz ein schwerer Fall? Oder haben die Sie dann in Ruhe gelassen oder wissen Sie das nicht? Das haben die ja nicht mitgekriegt, die Nummer. Ja. Nein, also kurz gesagt war es so, Peter Hohmann, den hatte ich mal als, der war so eigentlich eher Kunstmaler, konnte aber ganz gut schreiben, ein bisschen älter als ich, den hatte ich mal getroffen und bei Konkret irgendwie engagiert, beziehungsweise hat Artikel geschrieben. So, und als ich aufgehört habe und nach Amerika gegangen bin, ist er erst noch da geblieben, ist dann aber, Ulrike Meinhof hat sich dann von Konkret zurückgezogen, lebte in Berlin und dann hat Peter Hohmann mit Ulrike Meinhof in Berlin zusammengelebt. So, und als ich aus Amerika wiederkam, habe ich die auch noch ein paar Mal besucht. So, das war's. Und dann passierte ja diese Baderbefreiung, das würde jetzt zu weit führen, das in allen Details zu beschreiben. Und Peter Hohmann war sozusagen am Rande dabei, dann wurde bei dieser Baderbefreiung aus dem Institut für soziale Fragen in Berlin, wurde auch geschossen, ist ein Institutsangestellter sehr schwer verletzt worden. So, und dann sind die untergetaucht, Ulrike Meinhof auch, und die sind dann nach Jordanien gegangen in so ein Ausbildungslager der El Fatah.
So, und da haben sich alle militärisch ausbilden lassen. Und Peter Hohmann hat, ich würde mal sagen, einen Fehler gemacht, indem er, weil die Polizei wusste, dass er mit Ulrike Meinhof zusammengelebt hatte und konnte nicht identifizieren, wer der Schütze bei der Baderbefreiung war. Wer den Mann, den Institutsangestellten Linke, da, Linke hieß er ausgerechnet, fast zu Tode gebracht hat. So, und deswegen stand er ganz oben auf der Fahndungsliste. Und dann ist er mit denen untergetaucht und nach Jordanien gegangen, hat sich dann aber mit denen sehr schnell überworfen. Und dann hatten die eigentlich die Absicht, ihn umzulegen. Dann haben die Palästinenser ihn sozusagen gerettet. Und dann ist er nach Deutschland gekommen, hat sich bei mir gemeldet. Dann habe ich ihm so ein bisschen geholfen, über die Runden zu kommen, sich zu verstecken, weil er ganz oben auf der Fahndungsliste war. So, und Peter Hohmann hatte erfahren, was die mit den Kindern machen wollten. Es war nämlich so, die Kinder von Ulrike Meinhof waren Zwillinge, waren, ich glaube, 7 Jahre alt damals. Und als Ulrike Meinhof in den Untergrund gegangen ist, haben Freunde sie erstmal nach Bremen gebracht, da untergebracht. Und dann sind, glaube ich, 2 oder 3 Frauen nach Bremen gefahren, ein paar Tage später, und haben die über die grüne Grenze nach Italien gebracht. Und dann waren sie weg. Und der Vater hat sie von Interpol suchen lassen, aber kein Mensch hatte irgendwie eine Ahnung, wo die waren. Und als Peter Hohmann sich dann bei mir gemeldet hat, hat er gesagt, die haben vor, die Kinder in ein Ausbildungslager der El-Fatah nach Jordanien zu schicken. Ich kannte dieses Lager durch eine Geschichte, die eine französische Journalistin Michelle Rehmer für Konkret geschrieben hatte. Deswegen wusste ich, was das war. Und jeder, der 2 und 2 zusammenzählen konnte, wusste, dass damals es kurz davor war, dass die jordanischen Militärs die Palästinenserlager, die sich da ziemlich mausig gemacht hatten, bombardieren würden. Das war der berühmte Schwarze September. So, und ich hab zu Peter immer gesagt, also das kann man eigentlich nicht sozusagen laufen lassen, dass die Kinder in dieses Lager bringen. Aber er wusste auch nicht, wo sie waren. Hat dann aber Kontakt zu einer Frau aufgenommen in Berlin, die wusste, wo die Kinder waren. Und dann haben wir da angerufen und dann bin ich da runtergefahren und habe die dann geholt. Das haben die Italiener einfach so erlaubt, dass sie holen? Ja, das haben die nicht erlaubt. Die haben gedacht, ich bin von der Gruppe geschickt. Ich kannte den Namen der Kontaktperson und das Codewort. Und dann habe ich gesagt, wir sind da jetzt hingekommen, jetzt kommt jetzt einer und holt sie ab. Und dann bin ich nach Rom und dann nach Palermo geflogen und habe mich dann jemand vom Flughafen abgeholt. Dann habe ich das Codewort gesagt und dann habe ich die Kinder in Empfang genommen. Und weil ich ja keine Pässe hatte, bin ich dann mit der Bahn nach Rom gefahren. Und dieses palästinensische Waisenlager, wo die Kinder ja später wohl hingebracht werden sollten, das ist bombardiert worden. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist in Wahrheit alle Kinder tot, die dort drin waren. Also das habe ich nie irgendwie recherchiert, aber ich halte das für denkbar. Also das war ja so die Idee, dass sowas wahrscheinlich passieren würde. Muss ich eigentlich mal nachgucken. Und stimmt es, dass Bader und Mahler dann wirklich irgendwie geplant hatten, sie umzubringen? Naja, es war dann so, die kamen dann zurück aus Jordanien und haben Kontakt nach Italien aufgenommen. Ob die jetzt jemanden dahin geschickt haben oder nur telefoniert haben, das weiß ich nicht. Das habe ich nie wirklich erfahren. Also auf jeden Fall haben die erfahren, die Kinder sind weg. So, und dann haben sie überlegt, wer kann das gewesen sein? Und dann haben sie sich überlegt, wer hat gewusst, wo die sind? Und dann sind sie einem Mädchen in Berlin auf die Bude gerückt und hat Bader ihm, dem Mädchen, eine Knarre an die Stirn gehalten und hat gesagt, wer war es? Und die hat dann hat gesagt, wer es war, was blieb ja auch anderes übrig, hat sich dann aber sofort hinterher ans Telefon gehängt, hat bei uns Bescheid gesagt, sodass wir so ein bisschen vorgewarnt waren. Und dann tauchten Bader und Mahler bei uns vor der Tür in der Friedensallee Nummer 39, weiß ich genau, nachts um 3 auf. Und wo war das, bei Konkret oder wo? Da war ich ja weg, das war in Altona, in meiner Privatwohnung. Ja. Und da waren wir zu fünft und dann hatten sie vorher noch einen ehemaligen Studentenführer aus Hamburg, der wusste, wo ich wohnte, den hatten sie dann auch gekapert und hatten mitgebracht. Und der hatte dann so getan, als wenn er mit ihnen gemeinsame Sache macht und hat gedacht, wenn da wirklich ein Blutbad rauskommt, dann ist es für ihn auch nicht besonders gut. Und dann hat er gesagt, ich guck mal, ob die Bullen da vor der Tür stehen.
Und dann haben Bader und Mahler im Auto gesessen und er ist ins Haus gekommen und hat gesagt, wenn ihr nicht in 3 Minuten weg seid, passiert dir was ganz Schreckliches. Und dann sind wir durch so einen Hinterausgang, so einen Betongraben raus. Ich hab neulich noch mal mit Horst Mahler darüber gesprochen. Im Gefängnis. Mein Gott, was sie da auch durchgemacht haben. Also da, oh Gott, dann ja. Haben die das aufgegeben, ja? Ja, also, naja, dann ist man erstmal eine Zeit lang auch natürlich sehr vorsichtig gewesen. Ja. Ne? Auch nicht ganz unbewaffnet durch die Gegend gegangen. Haben Sie das der Polizei oder anderen gemeldet? Nee, das konnte ich ja nicht, weil Peter Hohmann galt ja immer noch als der mögliche Täter und war immer noch auf der Fahndungsliste. So, und dann, insofern wollte ich jetzt auch nicht dazu beitragen und er natürlich auch nicht, wegen einer Sache nachher im Gefängnis zu landen, an der er nicht beteiligt gewesen ist. Deswegen haben wir gedacht, erstmal besser Füße stillhalten. Und als dann Horst Mahler gefasst wurde und zusammen mit einer anderen Person, die Polizei dann doch, also der ist es dann tatsächlich gewesen, der wirkliche Täter, ist dann festgenommen worden, saß auch mit im Gefängnis. Und dann, aber das war nicht Hohmann, ne? Nein, das war eben nicht Hohmann. Nein, Hans-Jürgen Becker. Mhm. Nicht? Aber der saß dann auch später im Gefängnis zusammen mit Mahler, den habe ich später auch mal interviewt im Gefängnis. Mhm. So, und ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, ob der deswegen verurteilt worden ist, sondern nur wegen anderer Sachen. Also ich war auch nicht dabei. Also auf jeden Fall war dann die Gefahr für Peter Hohmann nicht mehr so groß. Und dann habe ich über Rudolf Augstein und dessen Bruder Jakob Augstein haben die dann mit Genscher geredet und dann habe ich Peter Hohmann nach Hannover gebracht und hat er sich in der Anwaltskanzlei von Jakob Augstein gestellt, dem BKA, hat dann irgendwie 3 Wochen in Untersuchungshaft gesessen und war dann aus der Geschichte raus. Sagen Sie mal, Ulrike Meinhof, war die Ihnen später dafür dankbar, dass Sie die Kinder geholt haben? Denn ansonsten wären die ja möglicherweise wirklich umgekommen, ja. Abgesehen davon, dass sie eine Entwicklung genommen hätten, die furchtbar gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Also die eine Tochter Bettina hat ja gerade ein Buch geschrieben und eine ziemlich gründliche, wirklich gründliche Abrechnung mit ihrer Mutter ist, das muss man wirklich sagen. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Also da bin ich, will man sagen, nicht so rigide mit ihr umgegangen. Vielleicht war das auch ein Fehler von mir, muss ich sagen. Na gut, jedenfalls, ich habe es einfach so aufgeschrieben, wie ich das rekonstruieren konnte aus den Akten, aus den Unterlagen, so die ganze Geschichte. Und Bettina als Tochter hat sich natürlich dann doch mit ihrer Mutter ganz anders auseinandergesetzt. Und aus dem, was ich daraus jetzt nochmal zusätzlich entnommen habe, was die Auseinandersetzung zwischen Ulrike Meinhof und ihren Anwälten anbetraf, das sind ja alle Sachen, die ich nicht kannte und nicht hatte. Klar. Die stehen da sehr, sehr weit ausgebreitet und sehr interessant drin, wenn man sich also so speziell dafür interessiert, wie ich das tue. Dann hat man nicht den Eindruck, als wenn Ulrike Meinhof irgendwie glücklich darüber war, dass ihre Kinder dann doch bei Röhe gelandet sind. Der war ja sozusagen das personifizierte Unheil. Das kann schon sein, aber das andere wäre noch schlimmer geworden. Na gut, ist aber ja nicht passiert, nicht? Und deswegen richtet man sich ja nicht über Dinge auf, die nicht passiert haben sind. Haben Sie denn zu Klaus Röhl und zu den Zwillingen Bettina und Regine heute noch Beziehungen? Ja, nicht sehr intensiv, aber schon. Zu allen dreien? Ja. Was macht die andere Zwillingstochter? Die ist Ärztin. Mhm. Von 70 bis 88 arbeiteten Sie beim NDR, davon von 73 bis 86 bei Panorama. Fernsehen ist ja ein völlig anderes Medium als eine Zeitung. Mussten Sie irgendwas dazulernen oder sind Sie gleich in die Vollen gegangen? Der erste Beitrag, den ich überhaupt gemacht habe, war über die Baderbefreiung, war über Ulrike Meinhof. Ich meine, man glaubt es gar nicht. Ja. Da gab es einen Redakteur bei Panorama. Sie waren ja nur Sachverständiger diesbezüglich. Ja, na klar. Also da war ein Panorama-Redakteur, den ich aus meiner Konkretzeit kannte, weil der auch gelegentlich da mal Geschichten geschrieben hat. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, können Sie nicht mal nach Berlin fahren und etwas über die Baderbefreiung machen? Und dann bin ich mit dem Kameramann, man musste ja nicht viel können, weil die Kameraleute ja sehr gut waren. Also man muss mal den Jüngeren sagen, Bader Meinhof sind
aus der Justizvollzugsanstalt in Berlin befreit worden und dann nach Jordanien gegangen. Später ja, es war sind in sie natürlich nicht mehr befreit noch viel worden. Verrückter. Bader saß im Gefängnis im Zusammenhang mit der Kaufhausbrandstiftung 1968. Und da hatte er auch gar nicht mehr so viel abzusitzen. Und dann haben die eine Befreiungsaktion organisiert, indem sie der Justiz erzählt haben, er wolle zusammen mit Ulrike Meinhof ein Buch über Fürsorgezöglinge oder sonst irgendwas schreiben. Und dazu müssten sie einen Ausgang haben, um im Institut für soziale Fragen in Berlin-Dahlem irgendwelche Bücher zu studieren. Und das haben die irgendwie geglaubt. Und dann gab es eine Ausführung dahin und dann haben sich Ulrike Meinhof und Andreas Bader in dieser Bibliothek getroffen und dann stürmten plötzlich, ich glaube, 5 Leute rein mit Waffen und haben dann ihn befreit und sind dann abgehauen. Und einen schwer verletzt, ne? Ja, einen sehr schwer verletzt. Wie kam es dazu, dass Sie mit Alexander Kluge und anderen Dokumentarfilme drehten? Gott. Wie kam denn das? Ja, doch, auch wieder so also, Zufälle. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Biografie haben, können Sie mich immer anrufen. Ich weiß da Bescheid. Sie googeln das, das kann ich auch. Nicht nur Google. Nein, es sind ja manchmal, wieder gesagt, so irre Zufälle. Guck mal, meinen ersten Film habe ich gemacht mit der damaligen Lebensgefährtin von Rudolf Augstein zusammen, Gisela Stelli, über Wohnen in Neubauvierteln. So. Dann habe ich beim NDR so ein bisschen weiter gearbeitet und Beiträge gemacht, Kultur und alles Mögliche. Und habe dann für Panorama meinen ersten Beitrag, also dieser über Ulrike Meinhof sollte in Panorama laufen, aber der ist dann doch nicht im Panorama gelaufen, sondern nur in so einer Sendung im dritten Programm. Was ein Fehler von denen war. Es war wirklich ein interessanter Film und es sind Materialien darin, die in anderen Filmen immer wieder aufgetaucht sind, weil es die ja nur da gab. So, und dann wollte Rudolf Augstein in den Wahlkampf. Für die FDP, der war ja sein Leben lang FDP-Mitglied. Und ist dann in der Wahl, in der Rainer Barzel Kanzler werden wollte, oder ja, das war die Wahl, glaube ich, ist er angetreten in Reda-Wiedenbrück, Paderborn, und ich habe für Panorama einen Beitrag darüber gemacht. Weil Merseburger, mein Chef, wusste, dass ich Augstein kannte und dass ich da vielleicht ein bisschen dichter rankäme als jemand anders und hat mir den Auftrag gegeben, für Panorama einen Beitrag darüber zu machen. Das habe ich auch gemacht. Und das Material war absolut hinreißend. Es war wirklich hinreißend, aber es war so, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt so zusammenschneide, dann redet der nie wieder mit mir. Habe lange darüber nachgedacht, was machst du jetzt? Weil ich war mit denen wirklich auf sehr gutem Fuße. Und dann habe ich mir überlegt, was würde Rudolf Augstein machen? Der würde aus dem vorhandenen Material den Film machen, den er für richtig hält. Das habe ich dann auch gemacht. Da waren so Szenen drin, wie er hinter einer Gruppe von Nonnen herläuft, die mit ihm und will mit denen über 218 diskutieren. Also, Sie können es euch nicht vorstellen. Dann gab es einen Auftritt mit Hans-Dietrich Genscher in Reda-Wiedenbrück. Und dann sah Rudolf, dass wir mit der Kamera gerade ihn drehten. Da stand da so ein kleiner Junge. Und dann wollte mit dem Roller und dann wollte er so mit dem Jungen so auf dem Roller fahren. Dann fing dieses Kind an, bestialisch zu schreien. Also es war wirklich wunderbar. So, also er hat mit mir nicht mehr geredet, 8 Jahre lang. So, und dann, ja, wirklich wahr. Also wenn man sich auf einer Party getroffen hat, irgendwo so demonstrativ mit dem nicht mehr. So, und dann, 8 Jahre später, wollten Alexander Kluge und Volker Schlöndorff einen Film und Alexander von Eschwege einen Film machen über Strauß zur Bundestagswahl, der Kandidat. Eine große Dokumentation fürs Kino. Das war ja ihr erster großer Film? Naja, gut, also jedenfalls Dokumentation, die im Kino gelaufen ist. Aber so, und da war es eben so, Rudolf Augstein war im Besitz des Filmverlags der Autoren damals in München und der war einer der Produzenten. So, und dann hat Augstein zu Schlöndorff und Kluge oder zu Kluge, glaube ich, nur gesagt, Sie sollten mich mal fragen. Ich hätte ihn so in die Pfanne gehauen, das würde mir mit Strauß vielleicht auch gelegen. Und dann haben die mich angesprochen und dann habe ich mich sehr gewundert. Dann bin ich mit Rudolf essen gegangen und dann war die Sache erledigt. Und dadurch habe ich diesen Film mit denen gemacht und später noch einen. Was mich auch interessiert,
Wie haben Sie damals Strauss eingeschätzt und würden Sie ihn heute, also sehr viel später und im Nachhinein, anders einschätzen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Er war, Strauss war einfach eine imposante Persönlichkeit. Ich habe den mal kennengelernt. Das war ganz lustig. Da, mein Gott, nicht so, wie man heute Politiker kennenlernt, nicht? Warte mal, wie war denn das noch? Es gab eine Affäre in München mit, ach Gott, ist egal, würde jetzt zu weit führen. Also auf jeden Fall wurde ich da mal eingeladen, mit auf eine Party bei Wienerwaldian zu gehen, wo Strauss und diese ganze Umgebung Garde war. Dabei, ja. Der war einfach jemand, der nicht nur unglaublich poltern konnte, sondern auch unglaublich politisch klug war. Mhm. Und wir haben ihn für gefährlich gehalten und ich glaube, das auch nicht ganz zu Unrecht. Aber wenn man das heute betrachtet, so authentische Politiker, die sich hinstellen und das sagen und auch laut sagen, was sie wirklich meinen, gibt es nicht so viel, außer vielleicht dem hier. Wissen Sie, was interessant ist? Ich habe aus einem Protokoll entnommen, was die Übereinstimmung Honecker-Strauß war. Wissen Sie, was das war? Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Die wussten beide, dass sich die USA und die Sowjetunion verständigt haben, wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, muss er in Deutschland beginnen. Und dann haben sie 48 Stunden Zeit zu verhindern, dass er auf Polen und auf Frankreich übergreift. Deutschland ist dann weg. Und das wollten beide nicht. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar, ne? Stimmung, ja. Und deshalb haben die sich dazu getroffen. Ich meine, es ist auch interessant, wenn man das so im Nacheinander erfährt. Alexander Kluge, arbeitet sich das gut mit ihm zusammen? Also, wenn es irgendjemand geht, den ich aber nicht weiter sagen, den ich wirklich verehre, muss ich wirklich sagen, das ist Alexander Kluge. Das ist eins der letzten ganz großen, will man sagen, Universalgenies. In vielerlei Hinsicht, auch was das Geschäftliche anbetrifft, ja. Dazu auch noch. Der weiß auch seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und, aber was ich bei Kluge immer so wirklich bemerkenswert fand, der ist ja nun wirklich also richtig, richtig klug. Also muss man echt sagen, wie schon der Name sagt. So, und wenn Sie sich mit dem unterhalten, oder jedenfalls ist mir das immer so gegangen, hab ich Sachen gesagt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie wusste. Das heißt, der hat mit einem so geredet, dass er wirklich das, was man drin hat, irgendwie auch rausgelassen hat. Muss ich wirklich sagen. Und wir haben ja zusammen wirklich viele, viele Jahre sehr erfolgreich verbracht, muss man sagen. Ich meine, die ganze Geschichte mit Spiegel TV und dieser DZDP, also diesem Sendeplatz, dem unabhängigen Sendeplatz, was die Basis für den ganzen Erfolg war, das hat er sich ausgedacht und hat es politisch durchgesetzt. Das war absolut genial. 1982 kam der Film Krieg und Frieden. Die ganze Abrüstungsdebatte in Ost und West, gab es für Sie im Verhalten von Ost und West Unterschiede, die Ihnen wichtig waren? Oder haben Sie gesagt, es ist beides das Gleiche? Also ich war erstmal von der Ideologie her und von der Politik her immer eher auf der Seite des Westens, um das mal zu sagen. Ich war nie ein Anhänger eines kommunistischen Systems. Und mir war natürlich immer klar, dass dieser Ost-West-Konflikt erst einmal jede Sekunde zur Explosion führen kann und dass er gleichzeitig ja die Folge des Zweiten Weltkrieges ist. Darf man ja nicht vergessen. Also es ist ja alle Beteiligten an den Konflikten der Zeit waren ja diejenigen, die sozusagen, die durch den Zweiten Weltkrieg und wenn man noch eine Stufe weiter zurückgeht, in Wahrheit durch den Ersten Weltkrieg verursachte Teilung der Welt in Ost und West und diese aufgeschichteten Berge von Munition und Atomwaffen und sonst was. Das war alles eine Folge der Ereignisse des frühen 19. 20. Jahrhunderts. Und ja. Also auch wenn Sie eher auf Seiten des Westens standen, haben Sie trotzdem Unterschiede festgestellt, dass so die USA versuchten, die Sowjetunion auch durch Rüstung sozusagen wirtschaftlich... Na gut, das war also zu der Zeit der Nachrüstung war das natürlich ganz eindeutig sichtbar, dass man versucht hat, durch ein forciertes Wettrüsten die sozusagen in die Pleite zu rüsten. Hat ja auch funktioniert. Ja. War ja auch besser, wäre auch besser, schlechter gewesen, wenn sie es auf dem Schlachtfeld ausgetragen hätten. Ist auch wieder wahr.
alles ist relativ. Es ist dann, ja, beide wissen, und es ist dennoch natürlich ein absolutes Wunder, dass das nicht passiert ist, ja, muss man wirklich sagen. Die RAF hörte ja nie auf, Sie zu interessieren. Sie haben ein wichtiges Buch geschrieben, der Bader-Meinhof-Komplex. Können Sie uns kurz erzählen, weshalb diese Menschen eigentlich zu Terroristen geworden sind? Ja, ich habe keine Uhr um. Ja. Ich kann Ihnen das in Wirklichkeit nicht erklären, weil es ganz viele Leute gegeben hat, die in ähnlichen Situationen waren wie die Beteiligten und die einen anderen Weg gegangen sind. Und es gibt auch Leute, die am Anfang dabei gewesen sind, in der ersten Phase, und die, da gibt es sogar welche, die bis heute nicht aufgeflogen sind, die mal am Anfang dabei gewesen sind und dann wieder ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, das mache ich nicht mit. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also ich habe immer gedacht, das ist so, das hat für mich eine stark religiöse Komponente. An etwas so zu glauben, dass man dafür alles in Kauf nimmt. Und zwar alles in Kauf nimmt, was das eigene Leben anbetrifft, aber auch das, was das Leben von anderen anbetrifft. Ich habe mal gefunden, in einem Brief von Ulrike Meinhof, ein Zitat. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um herauszufinden, woher das stammt. Dieser Satz heißt, welche Niedrigkeit begingest du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen? Bertolt Brecht. Und dann gibt es, habe ich auch immer wieder gefunden, Anspielungen, auch in den Briefen von Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin, gibt es diesen Text aus dem Stück Die Maßnahme. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Brecht. Wo jemand sich von den Genossen umbringen lassen will, um nicht zum Verräter zu werden, so ungefähr. Und da gibt es eben eine Passage, die heißt, furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Und damit haben sie im Grunde sozusagen den Kern einer solchen terroristischen Organisation auf den Punkt gebracht, und im Übrigen nicht nur die RAF, diese ganze suizidale Komponente, die ja, die ja von Anfang an auch hatten, die finden sie natürlich, was weiß ich, bei den Islamisten ganz besonders deutlich wieder. Also da gibt es sehr, sehr ähnliche Dinge. Das heißt, sich selbst, sein eigenes Leben, alles aufs Spiel zu setzen für eine große Idee. Wie kam es, dass doch ein nicht unbeachtlicher Teil der Gesellschaft Sympathie für die RAF empfand? Das wäre heute so, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Aber damals war das ja doch in der Jugend, gerade bei der studentischen Jugend, ziemlich verbreitet. Und ein großer Teil natürlich hat das so völlig abgelehnt, mit einem solchen Hass logischerweise auch abgelehnt, dass ich Sie auch frage, ob die Gesellschaft danach oder davor schon mal so tief gespalten war wie zu dieser Zeit. Nein, man kann sich im Augenblick kaum richtig vorstellen, wenn man das nicht selbst miterlebt hat oder selbst wenn man es miterlebt hat, dass über insgesamt, wenn Sie alles zusammenrechnen, die RAF hat es 28 Jahre gegeben, bis sie sich dann selbst sozusagen aufgelöst hat. Aber die Zeit zwischen sozusagen dem Beginn der Baderbefreiung und der Festnahme war ja ganz wenig. Das waren gerade mal irgendwie 2 Jahre, mehr war das nicht. Und was hatten sie gemacht in dieser Zeit? Sie hatten Banken überfallen, sie hatten sich Schießereien mit der Polizei geliefert, dabei waren auch, also Petra Schelm zu Tode gekommen dabei, und dann haben sie Bombenanschläge gemacht auf die amerikanischen Einrichtungen in Heidelberg und in Frankfurt, da gab es eine ganze Reihe von Toten. Auf die Springer-Druckerei, aufs Springer-Verlagshaus in Hamburg gab es ein paar schwer verletzte Schriftsetzer, gar nicht wenig. So, und da war am Anfang, gab es so eine Art von Sympathie, die damit zusammenhing, so Robin Hood, nicht? Finden wir irgendwie geil, nicht? Also da machen endlich mal Leute was, die reden nicht nur. Wissen Sie, auf eine ganz komische Weise hat mich das manchmal erinnert hier, das ist jetzt ein ganz schiefer Vergleich. Aber wenn Sie sich diese Klimademonstrationen angucken, dann ist ja der Ansatz der, dass die Forderungen sind ja im Grunde genauso wie die von jedem Politiker, jedem grünen Politiker und sonst was.
und nicht nur von denen. Ob das nun alles den Realitäten so entspricht, will ich mal dahingestellt lassen. Aber der Ansatz ist, ihr sagt immer was und ihr tut nichts. Ja. Das ist es ja. So, ob man nun tatsächlich was tun kann, das wollen wir auch mal dahingestellt lassen. Ich meine, wenn man nun die gesamte Energie durch Windmühlen machen würde, hätten wir ziemlich viel davon. So. Aber ich will sagen, es ist der Widerspruch zwischen der Forderung und dem etwas tun. Und in den 60er Jahren war der Widerspruch dieser Widerspruch sehr ähnlich. Und zwar zwischen denen, die politisch gefordert haben, Befreiung der dritten Welt, Schluss mit dem Kapitalismus, Abrüstung, weiß der Teufel was alles. Aber diejenigen, die das gefordert haben, auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen in der Universität, durch Bücher, Schriften und sonst was, haben in Wirklichkeit auch nicht gewusst, wie sie das jetzt eigentlich tun sollten. Das heißt, es war ein unglaublich eine Kluft zwischen Forderung und dem Ansatz, es umzusetzen. So. Und da waren jetzt plötzlich Leute, die was getan haben. Und das haben viele Leute mit einer großen Sympathie betrachtet und zwar etwas getan haben, nicht nur riskiert haben, eine Abmahnung wegen Schulschwänzen, sondern auch sozusagen ihr Leben dafür eingesetzt haben. Und das hat bei ganz vielen Leuten am Anfang eine große Sympathie hervorgerufen. Ich glaube, es spielte noch etwas anderes, eine ganz gewaltige Rolle, nämlich die Person Ulrike Meinhof. Das war eine bekannte Journalistin, die konnte unglaublich gut auftreten, die hatte eine dolle Stimme. Wenn die in Diskussionen im Fernsehen aufgetreten ist, dann war das wirklich faszinierend, wie sie das vorgetragen hat und auch was sie gesagt hat. Und da war die plötzlich dabei, die hat denen sozusagen das Gütesiegel gegeben. Und deswegen haben viele, die Ulrike ganz prima fanden, mit Bader und Enslin eigentlich wenig zu tun hatten und auch zu wenig zu tun haben wollten und vielleicht auch mit den anderen, die auch selbst das nicht getan hätten, haben aber dann natürlich, wenn da Ulrike Meinhof vor der Tür stand, haben sie der geholfen, haben ihr ein passendes Auto oder sonst was gegeben. Also so, das war sozusagen die erste Ebene. So, dann gab es die zweite Ebene, als sie tatsächlich ihre Anschläge gemacht haben. Da mag es schon Leute gegeben haben, die gesagt haben, ja, endlich haben wir den Vietnamkrieg auch sozusagen auf die Stützpunkte der Amerikaner hierher getragen. Das ist eine, aber da wurden Leute dann schon wirklich sehr, sehr zurückhaltend und merkten natürlich auch, was diese Gruppe mit ihren eigenen Leuten machte. Ich will sagen, da haben Leute mitgemacht, die in Wirklichkeit gar nicht so richtig wussten, warum sie das eigentlich gemacht haben, die also diesen starken Persönlichkeiten, waren es ja, irgendwie gefolgt sind. So, und dann gab es eben diese berühmte Geschichte, wie Ulrike Meinhof gefasst wurde. Und da war es nämlich so, die suchte Unterkunft und dann hat ein linker Lehrer in Hannover hat gesagt, okay, sie kann da unterkommen. Und dann hat er es mit seiner Frau durchdiskutiert und haben gesagt, nein, wir müssen das jetzt zu Ende bringen, wir rufen die Polizei an. Und dann, dadurch ist Ulrike Meinhof festgenommen worden und im Übrigen sind die meisten der Kernmitglieder dadurch festgenommen worden, dass irgendjemand die Polizei angerufen hat. Nicht? Weil dann die Unterstützung in der Öffentlichkeit nicht mehr so groß gewesen ist und in bestimmten Kreisen. Das änderte sich dann kolossal wieder, als die im Gefängnis saßen. Als sie vor Gericht standen. Ja, das ging damit los, die kamen ins Gefängnis, so dann waren die gefährlich, man hielt sie zu Recht für gefährlich, die hatten eine Menge Sympathisanten draußen, dann hatten sie Anwälte, die sie besucht haben, denn manche sind auch ein bisschen zu sehr nah dran gewesen, so dann gab es immer die Befürchtung, dass sie abhauen, gab ja auch Pläne für sowas. So, dann wurde natürlich in den Gefängnissen, wurde vermehrt für Sicherheit gesorgt. Dann wurden sie isoliert, um nicht mit anderen zusammenzutreffen. So, dann wollten sie die Ermittlungen besonders sorgfältig machen. Dann wurde endlos ermittelt. Und so zog sich das alles hin. So, und dann waren sie plötzlich die armen Gefangenen. Sagen Sie mal, die spätere Gegenüberstellung von Willy Brandt und Kiesinger, aber auch Strauß, die ja auch die Gesellschaft tief gespalten hatten. Also die einen wollten unbedingt Brandt und die anderen wollten ihn auf gar keinen Fall als Landesverräter etc. War das ein Auswuchs auch dieser Bewegung letztlich? Nee, es war ja vorher. Die Große Koalition, also Brandt-Kiesinger, war ja... als sie dann im Wahlkampf gegenüberstanden. Ja, und die aber Frage, natürlich. Ja? Also nicht die Große Koalition, die Zeit danach. Ich glaube es eigentlich noch anders.
Bei großen Koalitionen ist es häufig so, dass sich am Rande radikale Gruppen bilden. Ja. Nicht? Damals zur großen Koalition gab es auf der Linken die ganze außerparlamentarische Bewegung und auf der Rechten war die NPD das erste Mal in einigen Landesparlamenten. Also wenn die Mitte zu groß wird, dann erstarken die Ränder. So, dann wurde ja im Zusammenhang mit dem sag mal, untergehenden Studentenbewegung, gingen ja eben viele in die SPD, dann wurde die SPD eben sehr viel stärker. Es ist schon erstaunlich, dass gerade zu dieser Zeit sich diese Gruppierung bildete, muss ich wirklich sagen. Also richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Aber es war tatsächlich so, dass Ulrike Meinhof kannte ja, muss man sich auch mal heute vorstellen, die sind da im Untergrund, das ist eine Truppe, die hat nie mehr als wirklich 30 Leute, aber zu wirklich viel Entschlossenen. Und die halten diese Republik wirklich für Jahre im Atem. Ja, total irre. Das ist wahr. Das haben wir beide nicht geschafft. Und ein kleines bisschen schon. Wer nicht geschafft? Ich sage, das haben wir beide nicht geschafft, aber ein kleines bisschen schon. Kann ja noch kommen. Ja. Sagen Sie, der Selbstmord von Meinhof, Bader, Raspe, Enslin, wie schätzen Sie das ein? Also als erstes mal sind es ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, Ulrike Meinhof hat sich ja vorher umgebracht. Ja. Und die Phase davor, wenn man sich die genau anguckt, dann merkt man, dass Ulrike Meinhof, gut, das ist meine persönliche Interpretation, aber man kann das aus vielen zellenzirkularen Briefen und so entnehmen und auch aus den Aussagen des Gefängnispersonals, die hatte sich mit den anderen total überworfen und die waren auf wirklich sehr unangenehme Weise mit ihr umgegangen. Sie war völlig fertig. So, und dann gab es im Prozess zwei, wie ich finde, sehr interessante Szenen. Wir müssen wissen, der Prozess ist ja wortwörtlich abgeschrieben worden. Waren Sie drin? Nee, ich war in dem Prozess niemals drin. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum. Ich habe immer gedacht, ach, musst du mal machen. Und dann habe ich es wieder nicht geschafft, weil ich wieder was zu tun hatte. Also ich war mal in Stammheim im Prozess, aber gegen Peter-Jürgen Buhk später. Mhm. Aber nicht, ich habe die leider nicht vor Gericht gesehen. Aber es gibt ja normalerweise in Prozessen in Deutschland keine Wortprotokolle. Mhm. Aber der Prozess in Stammheim ist auf Tonband aufgenommen worden und immer abgeschrieben worden. Da gibt es 14.800 Seiten Protokolle. Die habe ich alle und die habe ich auch alle gelesen. So, und da gibt es zwei sehr interessante Passagen, also wenn wir jetzt über Ulrike Meinhof und die anderen sprechen. Das eine ist, Ulrike Meinhof deutet an, etwas verklausuliert, aber das konnte man merken, dass sie ans Aussteigen denkt. Also das ist schon eine sehr interessante Passage, wenn Sie die, ich kann die jetzt nicht mehr ganz wörtlich, aber das ist sehr interessant. Das war das eine. Und das zweite ist, dass Gudrun Enslin sich zu den Taten der RAF bekennt und in dem Zusammenhang über das Attentat auf das Springer Verlagshaus in Hamburg redet. Und da sagt sie etwas in der Art, und insofern sind wir natürlich auch politisch verantwortlich für etwas wie den Anschlag auf das Springerhaus in Hamburg, von dem wir weder gewusst haben, was wir nicht geplant haben und so weiter. So. Und aus allen Ermittlungsergebnissen geht hervor, dass Ulrike Meinhof an diesem Anschlag direkt und persönlich beteiligt war. Das heißt, sie hat sich richtig von ihr distanziert. So, und deswegen finde ich, dass bei Ulrike Meinhof absolut nachvollziehbar, sich umzubringen, war im Grunde der einzige Weg, aus dieser Situation rauszukommen. Sowohl aus der Gruppe als auch aus dieser ganzen schrecklichen Situation. Das war das eine. Das war aber ja schon... wann war das? 75, vor, ne? Den anderen, ja, also fast zwei Jahre vor den anderen. Bei den anderen war es dann ja so, dann kam die Schleierentführung, um die Gefangenen freizupressen. Die Bundesregierung hat nicht darauf reagiert. Dann kam Mogadischu. Dann die Mogadischu, also erstmal die Entführung der Lufthansa-Maschine, dann die Befreiung der Lufthansa-Maschine und dass die dann irgendwie merken, jetzt sind sie gescheitert und sich umbringen, finde ich auch ziemlich plausibel. Sie haben später Ihr Buch ergänzt, nachdem Sie Unterlagen der Staatssicherheit einsehen konnten. Was hat sich dadurch an Ihrer Einschätzung geändert? Oder waren das neue Tatsachen oder Umstände? Oder? Also es war ich meine so, jetzt noch nicht, das frage ich Sie noch extra, dass die Aussteiger in die DDR kamen. Oder spielte aber, das auch aber das noch? Spielte die entscheidende Rolle. Gut, ja. Weil ich habe ja das Buch geschrieben auf der Basis von erstmal natürlich Gesprächen, die ich mit einigen geführt habe, logischerweise, aber die wichtigste Quelle waren natürlich die Ermittlungsakten. Hm. Nicht? Ich hatte in meiner Wohnung in Hamburg-Eppendorf hatte ich irgendwie 60 laufende Meter Leitsordner mit Ermittlungsergebnissen und
die habe ich mir sehr sorgfältig angeguckt. Und da sind natürlich viele Dinge drin gewesen, die für die Ermittler gar nicht so von Interesse waren, die aber einfach interessant waren. Ne? Könnt ihr jetzt 1000 Beispiele erzählen. So. Aber speziell über die Entführung von Hans-Martin Schleyer war nicht so wahnsinnig viel rausgefunden worden. Sondern durch die Aussteiger in der DDR, die waren ja alle vortrefflich resozialisiert, die haben alle Aussagen gemacht. Das heißt, die Staatssicherheit wusste besser darüber Bescheid? Ja, die wusste ja schon vorher Bescheid. Die sind ja betreut worden von der Hauptabteilung 22. Helmut Vogt, ne, ich war zuständig dafür. Die haben immer, wie er sagt, immer so sagt, Gespräche unterm Pflaumenbaum geführt. Die wussten sehr genau Bescheid. Das ist ja auch in umfangreichen Aktenbeständen steht das. So, und als die dann aufflogen und festgenommen wurden, haben die alle Aussagen gemacht, alle wie sie da sind. Und dadurch kam eine Menge zusätzlicher Informationen speziell zur Schleyer-Entführung und über das dann raus. Und das wiederum hat dann Peter-Jürgen Boog, der in seinem Verfahren selbst irgendwie, was man nachvollziehen kann, nicht alles gesagt, woran er beteiligt gewesen ist, der hat sich dann im Gefängnis in Hamburg-Fuhlsbüttel gemeldet bei der Bundesanwaltschaft und hat dann sozusagen eine Lebensbeichte abgeliefert. Und der war gerade während der Schleyer-Entführung wirklich eine der zentralen Figuren. Und da kam so viel zusammen, dass ich mich... Das ist der, den man dann auf dem Fernsehen gesehen hat. Und so, ne? Der hat öfter mal Interviews gegeben. Ich habe den auch ein paar Mal interviewt. Und ich muss sagen, ich kenne ihn jetzt sehr lange. Und nachdem er diese Lebensbeichte abgeliefert hat, gibt es keinen Punkt, wo ich sagen würde, dass er nicht die Wahrheit sagt. Sagen Sie mal, Rohwetter, der dann ermordet worden ist, wieso hat man da nie was rausgekriegt? Das weiß ich auch nicht. Und das bei Herrhausen ja ganz ähnlich. Also es gibt in der zweiten Generation oder dritten oder wie man das jetzt auch zählt, gibt es einige Taten, von denen man extrem wenig weiß. Allerdings... Und dann gab es immer so Theorien, das war gar nicht die RAF, nicht? Ich sage mal, das ist so ähnlich wie bei Shakespeare, die Stücke von Shakespeare sind nicht von Shakespeare geschrieben worden, sondern von einem ganz anderen Dichter gleichen Namens. Das kenne ich, gab es im Osten auch, Scholloch Hopf hat gar nicht den stillen Don geschrieben, das war ein ganz anderer. So, die haben sich aber davon ja auch nie distanziert. Ja. Also theoretisch hätten ja auch diejenigen, die inhaftiert waren und die nächste Generation kannten und sicherlich auch noch irgendwelche Kontakte hatten, direkt oder indirekt, hätten ja sagen können, das waren wir nicht. Haben sie aber nie getan. Und es gibt, ich glaube, bei Herrhausen gibt es ein paar Hinweise, Rohwedder ist ziemlich unklar, muss ich wirklich sagen. Aber das waren inzwischen auch Profis. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, diejenigen, die in der zweiten Generation und dritten Generation waren, die haben ja die Gründergeneration Bader-Meinhof-Enzin zum Teil gar nicht mehr kennengelernt und haben sich eben dann sehr viele Jahre im Untergrund bewegt und sind dann im Nahen Osten gewesen und was weiß ich wo gewesen. Und das kann man lernen. Ich meine, man kann auch Medizin studieren. Hat die RAF nicht bedenkliche Veränderungen hinsichtlich der Geheimdienste, des Polizeirechts, auch des Strafprozessrechts herbeigeführt? Und jetzt kommt's. Und damals wurde gesagt, das ist nur vorübergehend, solange es die RAF, nichts ist jemals wieder außer Kraft gesetzt worden. Nee, ich glaube nichts. Nee. Ist alles beibehalten worden. Ich weiß gar nicht, ob es jemals wieder zur Anwendung gekommen ist. Na, zum Beispiel, dass du als Verteidiger niemals für Angeklagte verteidigen darfst. Das gilt richtig, nach wie vor. Richtig. Das kann sehr hinderlich sein, wenn es eine Interessenkollision zwischen beiden gibt. Aber das war natürlich auch schon eine problematische Situation am Anfang. Ja, nicht? Da konnten die Gerichte wirklich nicht mit fertig werden. Und wenn man sich das insgesamt anguckt und wenn man sich den Prozessverlauf anguckt, und wie gesagt, es gibt 15.800 Seiten, 28 Leitsordner, und da haben die sich schon unglaublich viel Mühe gegeben, das einigermaßen im Rahmen des Rechtsstaates zu machen. Ja, was mich mal interessiert ist, wenn man dann solche Vorschriften macht, die einen bestimmten Grund haben, und dann hat man keine RAF mehr, dann kann man sie doch auch wieder mal ändern. Nee, eigentlich aber nicht. Aber da sind sie zu. Nee, ich glaube nicht. Also wenn man eine Veränderung des Strafverfahrensrechts oder sonst irgendwas macht, dann muss man sich vorher genau überlegen, ist das jetzt nur für diesen Fall, dann sollte man es besser lassen. Also dann muss man sagen, dass sozusagen generalisieren und sagen, wir brauchen das die und die Veränderung und die muss dann auch Bestand haben. Manche Sachen sind meiner Ansicht nach, also
ziemlich dämlich gewesen. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, die Kontaktsperre während der Schleierentführung. Nicht? Also da durften die Anwälte nicht mehr zu ihren Mandanten. Die Mandanten durften, also die Gefangenen durften auch nicht miteinander reden, was sie denn offenkundig doch getan haben. Aber ich glaube, wenn man hat versucht, sie so zu isolieren in dieser Zeit, also 44 Tage im Herbst, nicht während der Schleierentführung, dass sie keinen Kontakt zu ihren Anwälten haben. Aber ich weiß zum Beispiel eines, dass manche von den Anwälten hatten einen Plan, nämlich den Plan, mit den Angeklagten zu reden und zu sagen, pass mal auf, das machen wir hier nicht mit. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Anwalt Heldmann versucht hat, mit Absprache mit anderen, der hat versucht, auch mit den Kammerpräsidenten zu sprechen, dass die mit den Gefangenen reden und die wollten denen sagen, pass mal auf, ihr erklärt jetzt ein für alle Mal, dass ihr nicht durch eine Geiselnahme rausgeholt werden wollt, sonst legen wir das Mandat nieder, das weiß ich definitiv. Aber der ist gar nicht vorgelassen worden. Ich glaube, das war ein grober Fehler. Ich glaube wirklich, dass man ernsthaft mit denen hätte reden müssen, zumindest es probieren. Erzählen Sie uns doch mal von Ihren Kontakten. Ich wechsle das Thema zum deutschen Agenten Maus. Wer durfte ihn denn bei der Befreiung einer Frau in Südamerika vom Spiegel begleiten? Und was erfährt man durch Ihr Buch Maus, ein deutscher Agent? Oh Gott, das ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Die geht auch ziemlich weit zurück. Ich hatte einen guten Bekannten, der war BKA-Beamter. Und hat das irgendwann mal aufgegeben und wurde dann so eine Art Journalist und Nachrichtenhändler. Spielt in dieser Langemann-Affäre, können Sie sich vielleicht entsinnen, die entscheidende oder eine ganz wichtige Rolle. Mit dem habe ich gerade gestern noch gesprochen. Ist auch nicht mehr so ganz jung, sitzt irgendwo in der Karibik. So. Das heißt ja und auch, wir beide sind auch noch jung. Na, Sie sind ein junger Kerl, also ich bin ja so. Also, und der hatte mir immer erzählt von einem mysteriösen Geheimagenten namens Werner Maus, genannt M, beim BKA und hatte mir viele Dinge über den erzählt. Und dann habe ich, ach Gott, also ich muss das jetzt wirklich sehr abkürzen, dann habe ich ein Buch über den geschrieben. Woher ich jetzt die Informationen hatte, weiß der heute noch nicht, was ich merkwürdig finde. So, und war mit dem auch nicht auf allerbesten Fuße, muss ich wirklich mal sagen. Der hat versucht, das Buch zu verbieten und ist vor Gericht gegangen und hat verloren und konnte das Buch nicht stoppen. Und ich hatte den ein einziges Mal gesehen in meinem Leben, und zwar nur von Weitem. Nee, nicht von Weitem. Und zwar hatte der immer ein Privatflugzeug, schon zu sehr früher Zeit. Und irgendwann hörte er auf, mit seinem Privatflugzeug zu fliegen und charterte sich Flugzeuge, als er größere Operationen machte. Und ich bin damals in den Besitz des Flugbuches des Piloten gekommen, der ihn immer flog. Und das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, das ist ja wirklich merkwürdig. Der ist ja zum selben Zeitpunkt in Genf gewesen, als auch Barschel dort war. Und dann haben wir versucht herauszufinden, wo er gewohnt hat. Ach, muss ich jetzt alles sehr abkürzen. Na gut, jedenfalls hat uns dann der Portier irgendwie gesagt, ja, der ist doch nächsten Freitag wieder da. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe auf den gewartet. Und ich habe ihn tatsächlich dann angetroffen und angesprochen. So, und dann haute er schnell ab. So, und als ich dann danach, ein, zwei Jahre später, zum Spiegel kam, da habe ich mich gewundert, dass es drei Spiegelredakteure gab, die den kannten. Und zwar persönlich und auch Kontakt zu denen hatten. Und dann haben die gesagt, ja, du hast immer dieses Buch über den geschrieben, red doch mal selbst mit dem und so weiter. Na gut, und dann bin ich damit hingefahren, haben uns unterhalten und dann war er gerade dabei, in Kolumbien mit der ELN, also dieser einen Revolutionärsorganisation, irgendwelche Deals zu machen, um entführte Leute rauszuholen. Und hat gesagt, ja, da ist wieder einer und ich bin dabei, das irgendwie zu organisieren, wollte da nicht mehr mitfahren. Und dann wollte ich eigentlich auch mitfahren, aber dann hat mein Herausgeber Rudolf Augstein gesagt, du nicht, du bleibst hier. Und dann sind zwei Redakteure und ein Kamerateam mitgefahren zu dieser Geschichte. Was hat denn die Bundesrepublik denn was dafür bezahlt oder haben das andere bezahlt? Was jetzt? Um die Geisel frei zu bekommen? Nein, der hatte den Bogen ganz gut raus. Der hatte Kontakt zu den Rebellenorganisationen. Und wenn die jemanden entführt hatten, dann hat er die Verhandlungen mit den Firmen geführt.
Und dann kam dann meistens eine ganze Menge Geld raus. Mhm. Und was war in dieser Hinsicht der größte Skandal? Ich sag mal Stichwort Schusswaffe. Der größte Skandal? Hier bei der Polizei, meine ich. Es gab doch diese versteckte Schusswaffe. Welchen Fall meinen Sie jetzt? Ja. Beim Maus? Nee, nicht bei Maus. Nee. Das war ein anderer, den Sie, was Sie aufgedeckt haben, was Sie am meisten sozusagen, hing das mit RAF zusammen? Ich weiß es nicht mehr. Sie haben mir die Geschichte mal erzählt, dass entweder beim Verfassungsschutz oder irgendwo die Waffe lag, die im ganzen Nein, das war sehr viel früher. Das war der Mordfall Ulrich Schmücker in Berlin. Das war der Filmemord im Grunewald. Ja. Und das war interessant. Also der Fall hat mich Jahre nicht losgelassen. Da habe ich auch viel. Das war so wie ein halbes Jurastudium. Der Fall ist, weiß nicht, glaube ich, 6-mal vor Gericht verhandelt worden und dann haben sie das Verfahren eingestellt. Und das war so. Da hat eine Gruppe im Zusammenhang mit der Bewegung 2. Juni einen Studenten, Ulrich Schmücker, der mal so am Rande einer terroristischen Gruppierung dabei war, als angeblichen Spitzel erschossen. Und ganz hochkomplizierte Geschichte. Auf jeden Fall war es so, dass sich hinterher herausstellte, dass die Tatwaffe von dem mutmaßlichen Täter unmittelbar nach der Tat einem Spitzel des Verfassungsschutzes übergeben wurde, der die Tatwaffe dann in der Nacht seinem V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz übergeben hat. So, und diese Tatwaffe, eine Parabellum, ziemlich altes, rostiges Ding, wanderte dann in den Tresor des Verfassungsschutzes und lag da, glaube ich, 15 Jahre, bis im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuss, die endlich mal gesagt haben, ja, hier ist die Tatwaffe. Das war total irre. Das heißt, also, weder der Polizei noch der Staatsanwaltschaft noch dem Gericht wurde die Waffe je zur Verfügung gestellt. Nein. Die wäre doch aber ein wichtiges Beweismittel gewesen. Das war der Punkt. Also ich habe damals, das ist ein so irres Ding, also da können wir den ganzen Abend drüber reden. Also auf jeden Fall, es war so, dass dieser Agent des Verfassungsschutzes, Volker von Weingraber Edler zu Groddeck, so hieß er in Wirklichkeit, ja. Der war der Wirt an der Kneipe und der hat, und zwar aus Überzeugung, hat er erst der Polizei und dann dem Verfassungsschutz berichtet aus diesen Szenerien. Und kein Mensch hat sich jemals vorstellen können in der linken Szene, dass das ein Verfassungsschutzagent ist. Und das ist dann viele Jahre später aufgeflogen. Auch ihr damaliger Kollege in der Anwaltskanzlei, Wolfgang Panka, war da, glaube ich, der war ja einer der Verteidiger in dem Verfahren. Und dieser Verfassungsschutzagent ist dann, als er aufgeflogen wurde, vom Verfassungsschutz in Berlin mit Geld ausgestattet worden. Dann hat er einen neuen Namen, eine neue Identität angenommen und hat ein Weingut in der Toskana gekauft. Und dann habe ich den da mal besucht und habe dann, ich glaube, 10 Jahre oder noch länger, jedes Jahr Rotwein von dem gekauft. Immer so kurz vor Weihnachten kam er rum und lieferte den Rotwein aus. Übrigens sehr guter Rotwein mit so einem Wildschwein auf dem Etikett. Und ich habe immer von ihm den Wein gekauft, weil ich gedacht habe, eines Tages erzählt er mal mir die ganze Geschichte. Und es hat auch getan. Es hat aber lange gedauert. Ich kann das jetzt sagen, weil er leider vor 2 Jahren gestorben ist. Von 1988 bis 1996 waren Sie Chefredakteur von Spiegel TV. Warum wurde das eigentlich so ein besonderer Farbtupfer im Fernsehen? Was war das Besondere an den Sendungen, dass Sie immer irgendwas enthüllt haben oder ja nicht nur, sondern auch anders berichtet haben als andere Sendungen? Naja, das erste war die schlichte Existenz. Es gab ja bis dahin, bis zur Einführung des privaten Fernsehens, gab es ja nur öffentlich-rechtliches. Erstes Programm, zweites Programm, drittes Programm. Und das private Fernsehen gab es dann schon, aber nur über Kabel und Satellit. Und zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Sendeplatz bekamen, konnte man plötzlich privates Fernsehen über Antenne empfangen, ganz normale Antenne. Und der Spiegel hatte mich gefragt, ob ich so ein Konzept für so ein Magazin machen könnte. Und das habe ich gemacht, war 15 Jahre vorher bei Panorama gewesen. Und ich wusste genau, wie nach meinen Vorstellungen eine solche Sendung aussehen sollte. Nämlich so ein Stück angelehnt an Panorama mit einem leichten Touch Extra 3 und vor allen Dingen keine Politiker im Interview und keine Experten im Interview, sondern mit der Kamera irgendwo hingehen und das, was man da sieht, aufzeichnen, ohne dass
der Reporter im Bild ist und ständig Leuten ein Mikrofon vor die Nase hält und dergleichen. Also das war sozusagen die Einführung des Dokumentarfilms in das Magazin. Und der Moderator sollte dann kein Moderator im Sinne sein wie der Pastor Franz Alt oder der Staatsanwalt Bettnarz, sondern so Redakteur im Studio. Nicht? So war die Idee. So, und dann kriegten wir, und dann war das Konzept, wenn der Spiegel das macht, musste das am Sonntagabend sein, weil der Spiegel am Montag erschien, sodass wir auch zum Beispiel Informationen aus dem Spiegel schon verwenden konnten, ohne zu früh zu sein. Und separat vom Spiegel, das heißt, wir konnten selber entscheiden, was wir machten, also zu Deutsch ich. Und ja, war ja so. Das Wir war falsch. Ja. Das, oder es stammt aus der Adelszeit. Plurales Majestatis, Sie kennen das. Ich habe eben gesagt, um 22 Uhr, damit wir nicht mit dem Tatort und so konkurrieren müssen, klar, sondern zu einer Zeit, wo wir auch unser Publikum kriegen. So, und da haben wir angefangen am 8. Mai, wir haben immer alle wichtigen Sachen am 8. Mai angefangen. Jetzt ganz ernst, haben wir immer ganz bewusst gesagt, 8. Mai fangen wir an. Da konnte man RTL das erste Mal über Antenne empfangen. Und wir haben angefangen mit 200.000 Zuschauern und die öffentlich-rechtlichen Kollegen haben alle gelacht. Denn man kann sich ja vorstellen, mit ja, Panorama klar, hatten wir immer 50% Marktanteil, nicht? Ja. So im Durchschnitt. Und, aber wir waren dann Ende des Jahres auf 1 Million und haben das raufgebracht. In meinen letzten beiden Jahren hatte ich im Durchschnitt 4 Millionen Zuschauer jeden Sonntag. Deswegen werde ich immer noch relativ viel von Taxifahrern in Berlin angesprochen. Welche Erkenntnisse gewannen Sie eigentlich in Bezug auf den Terrorangriff vom 11.09. in den USA und in Bezug auf den Krieg der USA und anderer gegen den Irak, was wiederum zu einem Buch führte? Ja, aber das Interessante, das habe ich gar nicht geschrieben, das Buch, da war ich Herausgeber. Als Spiegel-Chefredakteur hatte ich ja eine Redaktion von wirklich unglaublich guten Journalisten, muss man wirklich sagen. Also einen solchen Bestand an guten Journalisten hat es in der Zeit nirgendwo anders gegeben. Wir hatten sehr, sehr gute Reporter, wirklich gute Leute. So, und als 9/11 passierte, da habe ich gesagt, jetzt setzen wir alle Leute darauf, um diesen Fall wirklich richtig darzustellen. Und wir haben tatsächlich eines gemacht. Wir haben, ich glaube, wirklich ein halbes Dutzend Reporter nach Amerika geschickt, die ganze Geschichte sehr sorgfältig recherchiert haben, haben da eine Serie draus gemacht und haben ein Buch draus gemacht. Und ich wollte das Buch gern in Amerika auf den Markt bringen. Wir haben aber keinen Verlag gefunden, weil es so schwierig war, das erstmal übersetzen zu lassen und dann eben die Entscheidungsprozesse auch da. Und dann habe ich gesagt, dann übersetzen wir das Ding selber. Haben wir selber einen Auftrag gegeben und übersetzen lassen und waren dann mit diesem 9/11-Buch das erste auf dem amerikanischen Markt, also vor den New York Times. Was stimmt denn an der offiziellen Darstellung nicht? Das haben wir damals nicht so genau untersucht, muss ich wirklich sagen, sondern wir haben, soweit man das recherchieren konnte, die Geschichte von diesen Hamburger Studenten um Mohammed Atta, haben wir soweit wie es geht rekonstruiert. Es gab schon einen Punkt, der schon damals irgendwie sehr merkwürdig war. Ohne dass ich jetzt, also die sind das gewesen, also ja, das war jetzt nicht die CIA, nicht? So, aber es gibt einen wirklich außerordentlich interessanten Punkt. Es gab, ich glaube, in Manila ein Treffen von Al-Qaida-Leuten. Und das wurde vom philippinischen Geheimdienst irgendwie überwacht. Und man wusste, wer dabei war. Und man wusste, dass zwei dieser Leute amerikanische Visa hatten. Offizielle amerikanische Visa. Und man wusste, dass sie CIA, dass sie Al-Qaida waren. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass die Information darüber auch an die amerikanischen Sicherheitsbehörden gegangen ist. Die wussten das. Das hatten die in ihrem Computer drin. Da gibt es keine Frage. Und dann sind die beiden in San Diego eingereist, in die USA. Und sind einfach eingereist. Und es ist niemandem aufgefallen. Und da hat mir später, ich habe dann 10 Jahre später einen Film gemacht für die ARD, 90 Minuten, die Falle 9/11, über die Ereignisse. Und da habe ich ein langes Interview gemacht mit Richard Clark. Und der war der, wie man das nannte, der Terrorzar im amerikanischen
im Weißen Haus, schon bei Clinton und dann auch noch bei Bush. Und das war derjenige, der in diesen 24 Stunden, wo der Präsident praktisch im Bunker saß, wenn man so will, die Amtsgeschäfte geführt hat. Und der hat mir im Interview vor laufender Kamera gesagt, diesen Vorgang nochmal geschildert und hat gesagt, entweder ist das eine unglaubliche Schlamperei, die man sich gar nicht vorstellen kann, oder aber man hat gemerkt, dass sie reingekommen sind und hat sich an ihre Spur heften wollen und sie dann verloren oder was weiß ich auch immer. Und das wäre eigentlich noch weniger zu glauben. Also das ist ein interessanter Vorgang, aber wenn Sie sich solche Fälle angucken, also vom Mord von Ulrich Schmücke angefangen, mit dem Agenten, der da ganz nah dran war, oder im Umfeld mit der RAF, da gibt es eine total irre Geschichte, kann ich gleich mal eben erzählen. Es ist immer sozusagen dasselbe System. Die Dienste, das ist ihre Aufgabe, müssen versuchen, V-Leute an irgendwelche Gruppierungen ranzukriegen, um zu berichten. Und dann verlieren sie die irgendwann aus den Augen. Nicht? Oder sie berichten und berichten und berichten und wissen nicht genau, wann sollen wir jetzt eingreifen. Denn ist ja meistens noch nichts passiert. Und wenn denn was passiert ist, dann ist die Neigung nicht zu sagen, ja, wir waren da ganz nah dran und dann haben wir irgendwie im letzten Moment gepennt, sondern dann sagen sie immer, mit denen hatten wir nichts zu tun. Nicht? Die waren bei den NSU-Leuten, Bönhard Mundlos, Zschäpe, waren sie ganz nah dran. Die sind von so vielen Agenten umstellt worden, dass es kaum andere Leute gab als Agenten, von denen die umstellt waren. Anis Amri ist ja erkennbar über einen sehr langen Zeitraum sehr nah observiert worden, sodass man, wenn man sich das genau anguckt, nicht anders zu einem anderen Ergebnis kommen kann, als dass man ihn ganz bewusst überwacht hat, um seine Kontakte zu seinen Auftraggebern, die vom IS, die in Libyen saßen, aufzuspüren. Na gut, und dann irgendwann laufen die Leute einem weg. Nicht? Es gibt aus der RAF-Geschichte, gibt es von 1982, glaube ich, 81 oder 82, einen wahnsinnig interessanten Fall. Da ist also nach dem deutschen Herbst 77, war Christian Klar so eine von den zwei meistgesuchten Personen. So. Und der war in Hamburg. Und der Hamburger Verfassungsschutz hat über einen Spitzel, ich weiß auch, wer das war, mitgekriegt, dass Christian Klar in Hamburg ist. So, dann haben sie das BKA nicht unterrichtet, haben die Bundesanwaltschaft nicht unterrichtet und haben mit Hilfe des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die waren unterrichtet, haben die den observiert. Und zwar, die haben mit Christian Klar, dem meistgesuchten Terroristen, im Zug nach Frankfurt gesessen, haben daneben gestanden, wie er am Bahnhof Geld gewechselt hat und haben ihn nicht festnehmen lassen. Und nach 14 Tagen oder was hat er das gemerkt, dass er verfolgt wird, und sind er und Adelheid Schulz sind wieder untergetaucht, dann waren sie weg. So, und dann, als das aufflog, hat der Verfassungsschutz dann gesagt, ja, sie seien noch nie so dicht dran gewesen an Führungspersonen der RAF und auch sie hätten ihre Quelle irgendwie nicht gefährden wollen und deswegen haben sie darauf gewartet, dass die sich alle mal treffen zusammen und dann hätten sie alle gemeinsam festgenommen. Das hat dann Horst Herold, Chef des BKA, zum Tobsuchtsanfall getrieben und er hat in einer Pressekonferenz hat er den wunderbaren Satz gesagt, die Vorstellung, dass sich die RAF-Kader wie die Räuber im Wirtshaus zum Spessart treffen und sich anschließend alle gemeinsam auf die Pferde schwingen und wir sie dabei festnehmen können, ist einigermaßen romantischer Natur. Ich habe ihm vor 3 Jahren, der ist ja jetzt vor kurzem gestorben, hat noch mal eine Mail geschickt und habe ihn gefragt, ob das Zitat stimmt, hat er bestätigt, das war so. 1994 wurden Sie zum Chefredakteur des Magazins Spiegel gewählt und blieben es bis 2008. Gewählt ist gut. Wenn ich das richtig rechne, ja, 6 plus 8 macht 14 Jahre. Das ist nicht ganz, lang. Aber so 13 und noch was. Noch was, ja. Ja, ja. Die Auflagen entwickelten sich gut. Der Schreibstil der Ironie wurde durch Sie noch vertieft. War das eigentlich für Sie die schönste Tätigkeit in Ihrem Leben? Nee. Oder das war vielleicht das Fernsehen? Es war vielleicht die wichtigste. Ja. Das mag schon sein. Und es hat auch durchaus Spaß gemacht, wenn auch nicht immer.
Die schönste Zeit, weil man am meisten irgendwie selber machen konnte, also mit Leuten, die Leute habe ich ja alle selber eingestellt, das war bei Spiegel TV. Und dann noch in so aufregenden Zeiten. Beim Spiegel war es ja auch nicht so, dass ich gewählt worden bin, sondern Augstein hat mich mit viel Mühe durchgesetzt. Und weil er irgendwie aus welchen Gründen auch immer der Meinung war, ich könnte das. So, und die Mitarbeiter KG, der ja die Hälfte des Ladens gehörte und inzwischen hat sie noch mehr Einfluss, wollte das ums Verrecken nicht. Ich kam ja vom Analphabetenmedium und da war ich irgendwie nicht richtig bei denen. Und dann haben Augstein und Geschäftsführer Seikel das irgendwie mit denen endlos irgendwie ausgefochten. Und dann haben sie sich bereit gefunden, mir einen Einjahresvertrag zu geben. Und hat Augstein mich angerufen und hat gesagt, die wollen dir einen Einjahresvertrag geben, das können wir doch nicht zulassen. Das kannst du doch nicht machen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Rudolf? Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr meint, ich kann das. Aber es stellt sich natürlich innerhalb eines Jahres heraus, ob ich es kann oder nicht. Ich habe nur eine einzige Bedingung. Ich will dann nicht arbeitslos sein. Das heißt, dann möchte ich meinen Job bei Spiegel TV wieder haben. So, und dann, naja, es entwickelte sich dann. Ja, dass Ihnen Spiegel TV Spaß gemacht hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In dieser Zeit entstand auch der Fokus. Warum hatte diese zweite Variante eines ganz anderen Nachrichtenmagazins, also neben Stern, der war ja auch wieder anders, und Spiegel eine Chance? Also es war ja eigentlich voll mit Stern und Spiegel. Plötzlich kommt der Fokus dazu. War das eine neue Generation, eine neue geschäftstüchtige Generation, die zum Fokus kam? Es war eine neue Idee, ein Magazin zu machen. Der Spiegel war ja, sag mal, sehr politisch und auch sehr kritisch den jeweils Herrschenden gegenüber. Nicht so auf Mainstream-Linie, sondern einfach immer ganz bewusst Opposition. So. Und das, was Focus machen wollte, war Nutzwertjournalismus. So haben sie es auch selbst genannt. Also so ein bisschen eher wie Newsweek in Amerika. Da gab es ja auch zwei, Time und Newsweek. So ein bisschen so. Und gleichzeitig, und das fand ich sehr interessant, nahmen die ein Stück digitale Welt vorweg. Also das ganze Layout sah im Grunde aus wie eine Internetseite. Und die Ideen waren auch so mit zahlreichen Statistiken und Kurven und kurzen Geschichten und so. Das ist das eine. Und das andere ist eben eher auch natürlich über positive Dinge zu berichten. Also wie gesagt, mehr so nutzwertorientiert. Und das hat ursprünglich sich niemand vorstellen können, dass neben dem Spiegel Platz für so etwas ist. Aber es war von Anfang an ein sehr großer Erfolg. Heute verkaufen die sich auch nicht mehr doll. Nicht? Aber es war damals ein gewaltiger Erfolg. Und das war auch, da müssen Sie sich vorstellen, ich habe so meine Lieblingskurve. Da habe ich die über einen längeren Zeitraum die Auflagenentwicklung von Stern, Spiegel und Focus. Und ich bin da ja hingekommen, weil die Auflage des Spiegel nach unten ging. Nicht? Parallel dazu die vom Stern auch, aber der Stern war die Nummer eins, die lagen ganz oben. Und Focus stieg also wirklich steil an. Und da hatten die wirklich die Angst, dass Focus dem Spiegel wirklich eine Menge Leser wegnimmt und vor allen Dingen Anzeigen wegnimmt. Focus war ja manchmal so dick. Nicht? Ich habe gesagt, riecht doch nicht so auf, sind ja nur alles Anzeigen. Nicht? Aber das hat ihn auch nicht sehr beruhigt. So, und das war nicht so einfach, das hinzukriegen, aber. Ja, hat irgendwie ich muss geklappt. Ihnen erzählen, ich war mal bei Erich Böhme, Talk im Turm, mit Ihnen unter Markwort. Was ich da sollte, habe ich gar nicht verstanden. Und es ging immer um die Frage, ob der Spiegel das bessere Blatt ist oder Focus. Und Sie sagten, ja, wir sind viel tiefgründiger und so weiter und so weiter. Und Markwort sagte, ja, wir sind viel moderner, straffer, schnell, kurz und so weiter. Und ich sagte gar nichts und plötzlich sagte Erich Böhme zu mir, ja, was sagen Sie denn zu alledem, Herr Gysi? Und da sagte ich Folgendes, ich sagte, ja, das stimmt, Herr Markwort hat recht, der Fokus ist wesentlich moderner, zumindest wenn man unter modern oberflächlich versteht. Und daraufhin passierte Folgendes, was ich nicht wusste, die Kamera zeigte auf Markwort. Und ich sagte, ja, das stimmt schon, was Herr Markwort sagt, der Fokus ist wesentlich moderner und dann machte er so. Und dann kam mein Nachsatz, zumindest wenn man unter modernen Oberfläche versteht, dann machte er so. Und am nächsten Tag war der netteste Satz, der je über mich in der Welt stand. Mhm. Da stand drin, Herr Markwort, bei Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abhauen. Das,
Und seitdem konnte mich Mark Bott nicht mehr leiden. Das war auch klar, was ich auch verstehen kann. 2008 wurden Sie als Chefredakteur abberufen. Warum? Worin bestand eigentlich die Unzufriedenheit? Waren Sie zu sehr Chef? Ja, aber ich glaube, das ist viel einfacher. Ich bin damals von Augstein durchgesetzt worden gegen die Mitarbeiter-KG, gegen den Willen. Und als Augstein tot war, veränderten sich die Machtverhältnisse beim Spiegel. Nicht nur dadurch, dass er tot war, sondern es war auch so, also alle wichtigen Entscheidungen beim Spiegel müssen mit 76% der Gesellschafter gefällt werden. Das heißt, und Augstein hatte durch eine komplizierte Konstruktion das Stimmrecht für 26%. Und er konnte mit der Mitarbeiter-KG gemeinsam die Mehrheit bilden. Aber Gruner und Jahr, die anderen 25% hatten, mit der Mitarbeiter-KG nicht. So. Und nach dem Tod von Augstein wurde das dann so qua Gesellschafterstatus und auch Testament so geändert, dass die Erben 1% abgeben mussten von den 25, die er tatsächlich hatte, und zwar zu gleichen Teilen an Gruner und Jahr und an die Mitarbeiter-KG, so ungefähr. Sodass dann die Mehrheit von der Mitarbeiter-KG und Gruner und Jahr gebildet werden könnte. Und da war mir klar, das ist im Grunde auch nachzuvollziehen, das ist so ähnlich, als wenn ein Parlament neu gewählt wird, dann suchen die sich auch eine neue Regierung. So, und diese neuen Machtverhältnisse... Wir in Deutschland nicht, wir nehmen immer dieselben. Ja, wir nehmen immer dieselben, aber die stellen dann andere Mehrheiten zusammen. Das wusste ich damals aber noch nicht, wie das geht. Also, und dann wollten die ums Verrecken den Geschäftsführer Seikel, mit dem ich gut konnte, und mich loswerden. Bei dem hat das nicht so viel Aufstand gemacht. Und dann haben sie sich einen besonders blöden Geschäftsführer gesucht und dann war das nicht mehr schön. Nicht? Und im Übrigen, der Laden lief, die Auflage war stabil. Im Übrigen im Gegensatz zur Konkurrenz. Fokus ging runter, Stern ging runter und wir blieben also die Zeit wirklich richtig stabil gegen den Trend. Kann ich nachweisen. Habe ich immer dabei, die Stärken. Wenn mir da jemand dumm kommt, sage ich immer, guck mal hier, da eingestellt, da rausgeschmissen. So, und da ist dann so die Neigung, ja wieso, es läuft doch, das kann doch jeder. Was macht der sich eigentlich so wichtig? Nicht so ungefähr. Und da war mir klar, ich bin dann angestellter Manager gewesen, irgendwann ist es vorbei, dann sollen sich jemand anders suchen. Wenn man aber Chefredakteur war und dann gehen muss, wie kommt man dann wieder auf die Beine? Sie haben viel gemacht, Sie waren Autor der Zeit, dann bei N24 Herausgeber der Weltgruppe, von der Welt bis zur Berliner Morgenpost. Muss man dann ständig wechseln? Wie ist es, wenn man nicht mehr mit einem Produkt bekannt ist, sondern so vielseitig tätig ist? Nervt das dann eher oder hat Ihnen das sogar eher Spaß gemacht? Also erstens, manche Leute glauben mir das nicht, wenn ich sage, ich bin da froh gewesen, dass ich da weg war. Und das stimmt aber, denn es war nicht mehr schön. Also ich hatte einen neuen Geschäftsführer, es war wirklich unangenehm. Und wenn Sie wissen, der ist im Wesentlichen da, weil er Sie loswerden will oder soll, dann wird es sehr unangenehm. Müssen mal gucken, ob jemand hinter Ihnen steht. Nicht? Und dann merken Sie auch, wenn da so neue Machtverhältnisse sind, wie Leute sich nach den neuen Machtverhältnissen richten und so. Also wirklich unangenehm. Da hab ich dann irgendwie durchgehalten. Aber wenn ich es mir hätte leisten können, wäre ich schon vorher gegangen, muss ich wirklich sagen. So, und mir war immer eines klar, ich bin dann angestellter Manager, auch als Journalist. Und irgendwann ist das dann mal vorbei. Ob das nun jetzt vorbei ist oder in 2 Jahren vorbei ist, besser in einem Alter, wo man nochmal irgendwie was Neues anfangen kann. Was mich genervt hat, muss ich sagen, als ich da raus war, dass Leute dann immer auf jeder Party, oh, das war ja fies, wie die mit dir umgegangen sind, wie war denn das, erzähl doch nochmal, nicht? Ja. Und dann, oh nee, so, na gut, in groben Zügen, wenn du es jetzt unbedingt wissen willst. So, dann erzählt man und dann anschließend sagen die, aber musst du wirklich nicht ständig drüber nachdenken, nicht? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und eins ist natürlich auch blöd, wenn man denn so ein Has-Been ist, nicht? Has-Been, Chefredakteur des Spiegel. Und da ist mir eines wirklich sehr entgegengekommen, muss ich sagen. Wir haben 2007 ja mit Eichinger im Bader-Meinhof-Komplex verfilmt. Und das wurde ein riesengroßer Erfolg. Da hätten wir fast den Oscar gekriegt. Und dann war es so, wenn man dann auf eine Party kam, dann war eher die Frage, ja, kriegt ihr ihn jetzt oder kriegt ihr ihn nicht? Oder ich habe gesehen, fand ich gut, fand ich schlecht oder sonst was. Dann war das so, na gut. Und dann habe ich verschiedene andere Projekte gemacht und Bücher geschrieben. Und insofern, ich wusste immer irgendwie, ich komme über die Runden. Ja, als wissen Sie, was der selbst. Unterschied Bitte? War? Wissen Sie, was der Unterschied war? Sie waren vorher der Spiegel und jetzt waren Sie Stefan Aust. Ja, nicht nur.
ich habe, also Bader-Meinhof-Komplex war ein riesengroßer Bestseller, muss ich wirklich sagen, einmal im Leben, also sowas total irre, der war 2 Jahre auf Platz 2. Ich habe es leider nie auf Platz 1 geschafft, weil Wallraff immer mit seinem Türken Ali davor war. Mhm. Und das war ein Taschenbuch, das nehme ich dem bis heute übel. Aber nun ja. Also insofern, ich hatte schon mal selbst was gemacht. So, und 15 Jahre Panorama, wenn man da einmal im Monat sitzt und auch die eigenen Geschichten ansagt, das hat auch noch einen gewissen Bekanntheitsgrad gegeben. So, und dann die ganze Spiegel-TV-Geschichte, also ich werde heute mehr auf Spiegel-TV angesprochen als auf den Spiegel, ehrlich gesagt. So, und da mir sowieso klar war, so jetzt muss man wieder irgendwie was anderes machen, war das für mich wirklich kein Problem. Naja, das ist natürlich so, Fernsehen prägt die Leute ganz anders als eine Zeit, klar. Haben wir auch nicht vergessen. NSU, Sie haben schon kurz dazu etwas gesagt, trotzdem, Sie haben auch dazu ein Buch geschrieben, das hat Sie auch wieder sehr interessiert. Sie sind ja an den Skandalgeschichten mit Dirk Labs zusammen. Aber wissen Sie, was mich interessiert? Der Verfassungsschutz Thüringen, dieser komische Präsident, der ja mehr als merkwürdig war. Damals, und ja. Der mit der Pickelhaube da. Nee, jetzt, das war ja von Bruno Ramelow das Klügste, den Generalsekretär des Zentralrats der Juden zum Verfassungsschutzchef zu machen. Das hatte schon was. Aber nein, der damalige, was war das für ein Typ? Und was war der größte Fehler des Verfassungsschutzes Thüringen? Ich habe den, ehrlich gesagt, ich habe den niemals kennengelernt. Der wollte nicht mit uns reden. Aber ich habe zu dieser ganzen NSU-Geschichte dadurch einen merkwürdigen Zugang gehabt, als ich vorher mal einen Film gemacht habe fürs ZDF über einen Fall, mit dem wir uns über Jahre beschäftigt haben, der Maskenmann, so ein Serientäter in Niedersachsen, der Jungs umgebracht hat, drei hat er zugegeben, und der ist im Übrigen aufgrund eines Filmes, den Spiegel TV gemacht hat, ist er aufgeflogen. So, und da war an dem Fall dran ein Profiler, wie man das so nennt, so ein Kriminalbeamter, der so für alte Fälle und sowas zuständig ist, so Profile von Tätern macht. So, und den habe ich für diesen Film irgendwie im Sommer, wann war das, 2011, glaube ich, interviewt und fand den sehr interessant, Alexander Horn, und sagte, gibt es denn noch weitere so unaufgeklärte Serienmorde? Und da sagt er, ja, da gibt es diese Dönermorde. Und hat er mir so erzählt, wie die Polizei da seit Jahrzehnten oder seit 10 Jahren dran rumrecherchiert und er sei jetzt, hätte die ganzen alten Akten nochmal studiert und sei zu der Meinung gekommen, es sind 2 Täter, junge Männer, Ausländerfeindlichkeit, rechte Szene. Und mehr war aber auch nicht. Und dann habe ich mit ihm irgendwie verabredet. Der Beckstein als Innenminister hat eine Notiz gemacht und seinen Verfassungsschutz gefragt, ob das nicht die rechte Szene sein kann. Haben die gesagt, nein. Das konnte ein Blinder mit dem Krückstock sehen. Also wirklich. Na gut, jedenfalls habe ich mit denen mal verabredet, habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Projekt drüber machen, über diesen Fall. So, und dann ein paar Monate später wurden Böhnhardt und Mundlos in diesem brennenden Camper gefunden. Und da war dann klar, wer das war. So, und da war dann relativ logisch, dass man sich mit diesem Fall mal richtig intensiv beschäftigt. Und dann haben Dirk Labs und ich, wollten eigentlich einen Film machen. Das hat sich 6 Jahre hingezogen, also ist ja wirklich kaum zu glauben. Und dann haben wir erstmal das Buch gemacht. Und das außerordentlich intensiv irgendwie studiert und verfolgt. Und das Interessante an der Geschichte ist, ist ja der Prozess auch über einen langen Zeitraum gelaufen in München und Frau Zschäpe ist verurteilt worden. Und ich glaube bis heute noch nicht, dass die beiden das alleine gewesen sind mit Unterstützung von Frau Zschäpe. Ich glaube, es war eine größere Runde von Leuten. Und gut, da gibt es so viele. Wusste der Verfassungsschutz in Thüringen schon, dass sie einen Mord begangen hatten, bevor sie den 2. oder 3. oder 4. begingen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das spielt sich ja alles im Umfeld von wirklich, also Thüringer Heimatschutz, nicht? Der Gründer des Thüringer Heimatschutzes ist Verfassungsschutzspitzel gewesen. Das geht so nach der Idee, wir müssen da sein, bevor die da sind. Das heißt, wenn die ihre Gruppierung bilden, müssen wir Leute haben, die da drin sind, damit wir immer überwachen können, was da passiert. Aber es ist eben so, dass diese Informanten, die da drin haben, ja alle
zur Szene gehören und natürlich deswegen auch nicht besonders verlässlich sind. Das sind ja keine Verfassungsschutzbeamten, die dann sich als Rechtsradikale tarnen, sondern es sind Rechtsradikale, die sich vielleicht als Verfassungsschutzspitzel tarnen und davon ja auch irgendwelche Vorteile haben. Und die erzählen ihren Führungsoffizieren auch nicht alles. Nicht? Also insofern ist das so, wie, so ein bisschen wie die Geschichte mit Christian Klar, nicht? Ganz nah dran sein, aber nicht eingreifen wollen, weil dann ja die Quellen auffliegen und dann nicht so richtig mitkriegen, was da tatsächlich passiert. Und wenn es rauskommt, Akten vernichten. Ich habe ja Eindruck, aber Sie können gleich sagen, Sie sehen das gänzlich anders. Ich glaube, wenn die beiden nicht tot wären und mit angeklagt worden wären als Mörder, dass Schäfer anders verurteilt worden wäre. Also da bin ich sicher. Ich glaube, Sie haben diejenige genommen, die da war. Und ich bin nicht sicher, dass das Urteil richtig ist. Also denn in Wirklichkeit kann man ihr, man kann ihr noch nicht einmal vorwerfen, an einem Tatort gewesen zu sein. Sie war, es gibt keinen Hinweis, dass sie jemals an einem Tatort war. Allerdings der Verfassungsschutzbeamte Temme aus Frankfurt, aus Wiesbaden, nee, aus Kassel, so, der war bei einem Mord dabei. Ja. Ich meine, sorry. Ja. Ich will damit nicht behaupten, dass er an der Tat beteiligt war, aber verdächtig nah dran. Also ja, nehmen wir bloß mal an, Frau Zschäpe hätte in diesem Internetcafé gesessen und gechattet, während die beiden anderen da den Besitzer erschießen, dann hätte man aber einen Beweis gegen sie gehabt und den man vor Gericht vorgeführt hätte. Ja, naja, vor allen Dingen wissen Sie, also, man darf auch nicht vergessen, ich meine, die RAF, also ist völlig klar, nichts davon ist gerechtfertigt, aber die haben sich ja dann Leute gesucht, die stark geschützt waren und alles mögliche, und dann haben sie sich immer zu ihren Morden bekannt. Ich meine, die erschießen irgendeinen Verkäufer von hinten, ja? Und dann haben sie sich ja auch nicht dazu bekannt. Mhm. Also es ist schon mit das Übelste gewesen. Ja, und man kann auch nicht wirklich erkennen, warum sie jetzt bestimmte Personen ausgesucht haben. Ja. Also irgendwie sieht das aus wie Mafia. Welche historischen Ereignisse haben Sie am meisten geprägt? Schleierentführung. Was? Achso, pardon. Die Schleierentführung oder die Entführung des Flugzeugs nach Mogadischu und die Befreiung oder der Selbstmord der RAF-Häftlinge oder der sogenannte Deutsche Herbst 1977. Oder gibt es da noch was anderes? Oder hat Sie das alles gleichermaßen beschäftigt? Nein, natürlich auf unterschiedliche Weise. Der Beginn der RAF, also mit der Befreiung von Baader, dem Untertauchen von Ulrike Meinhof, die ich ja nur wirklich ganz gut kannte, das hat mich irgendwie wirklich schockiert, muss ich wirklich sagen. Und dadurch war ich natürlich dann auch über das, was wir vorhin geredet haben, mit dieser ganzen Kindergeschichte und so, das hat einen ja sozusagen in die Ereignisse mit reingezogen. So. Und dann darf man nicht vergessen, habe ich in den Jahren darauf bei Panorama oder für Brennpunkte beim NDR für die ARD sehr viele Beiträge zu diesen Themen gemacht. Also insofern war ich immer relativ nah dran. An Mogadischu wäre ich fast nah dran gewesen, wenn nicht Merseburg eine Urlaubssperre verhängt hätte. Ich wollte nämlich mit meinem alten Freund, dem Filmemacher Gordian Tröller, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der macht in der dritten Welt immer so Filme, mit dem wollte ich einen Film machen über Nomaden in Somalia. Und wir hatten das Visum war fertig und der Pass, das Ticket war bestellt, er wollte filmen, ich den Ton machen und wir wollten das über Nomaden dort machen. Und dann hat Merseburger eine Urlaubssperre verhängt und dann musste ich ihm kurzfristig absagen und musste sich im letzten Dreh jemand anders suchen, der das machte. Und wo war er? Auf dem Flughafen von Mogadischu, als die Maschine landete. Das hätte man mir heute noch nicht geglaubt, dass das Zufall gewesen wäre. Aber so, dann wären Sie ja auch unter Beobachtung gekommen. Ja, ja, schon wegen der Nähe. Ja. Na gut, und das waren natürlich, und dann die Schleierentführung. Ich meine, das waren 44 Tage. Mit Nachrichtensperren, mit allem drum und dran. Trotzdem haben wir natürlich recherchiert und auch, soweit es irgendwie ging, berichtet und haben das mit einer unglaublichen Spannung nachvollzogen. Und nun war es auch so, ich habe mal einen Film gemacht, einen sehr kritischen Film, Vergleich Schleier-Vetter. Vetter war damals der DGB-Vorsitzende. Mhm. Und da bin ich mal eine Woche mit Hans-Martin Schleier durch die Gegend gefahren und geflogen. Und abends sind wir irgendwie in der Düsseldorfer Innenstadt saufen gewesen. Und deswegen kannte ich den und ich mochte den, muss ich wirklich sagen. Hinterher hat er mich mal angesprochen, war auf irgendeinem Parteitag
ich wollte schon um ihn rumschleichen, also Haus, kommen Sie her, kommen Sie her. Na, da haben sie mich ja schön in die Pfanne gehauen da. Aber meine Söhne haben mich vor ihnen gewarnt. Aber gehen wir demnächst mal wieder ein Trinken. Ne? So, das war irgendwie ein guter Typ, muss ich wirklich sagen. Und naja. Aber wissen Sie was? Das hat einen natürlich sehr, sehr bewegt und mitgenommen. Ich weiß ja, dass Sie den Terrorismus logischerweise ablehnen. Das merkt man ja auch in den Büchern, den Filmen und so weiter. Gab es trotzdem bei den Terroristen irgendetwas, was Sie fasziniert hat? Ne, fasziniert würde ich nicht sagen. Man interessiert, oder ich habe mich als Journalist immer für die sozusagen die Bruchstellen der Gesellschaft interessiert. Weil man an den Bruchstellen kann man irgendwie sehen, was da drunter ist. Da wird sozusagen deutlich, welche Konflikte in der Gesellschaft, in der Politik verlaufen. Und das kann man an solchen Dingen ganz besonders sehen. Und vielleicht ist es das, was mich so interessiert hat. Das war da, das 9-11 genauso oder die NSU-Geschichte oder andere Sachen. Was interessiert Sie zurzeit politisch am meisten, wo Sie sagen, das wühlt mich am meisten auf? Ich finde, in der Politik sind mal wieder sehr stark religiöse Komponenten. So dieses End is at hand, nicht? Demnächst der Weltuntergang durch Klima. Da bin ich aber sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und ich war auch immer eher, wenn man sagen, Opposition. Und wenn ich merke, dass die Mehrheit irgendwie einer Meinung ist, dann bin ich schon mal auf der anderen Seite. Nicht so nach dem alten Schiller-Spruch, Vernunft ist mit der Mehrheit nie gewesen. Das ist zwar nicht von Schiller, sondern von mir, aber so ähnlich. Nein, das heißt bei Schiller ein bisschen anders, aber komplizierter. Ist egal, ja. Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, das ist wirklich, bei Faulkner gibt es eine schöne Geschichte. Ja, und da gibt es einfach viele Dinge, die ich schlichtweg nicht glaube. So. Ja. Das ist so ähnlich wie, manchmal kommt mir so vor, Joschka Fischer bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn er zu Herrn Rumsfeld sagt, I'm not convinced. Ich bin nicht convinced. Nicht? Und wenn ich dann höre, was weiß ich, demnächst sollen wir unsere gesamte Energie aus regenerierbaren Energien machen, am besten weil wir gegen Mais sind wir jetzt ja auch, sondern alles mit Windenergie betreiben sollen, dann fange ich mal an nachzurechnen. So, wie viele Windmühlen gibt es eigentlich? Wissen Sie, wie viel? Keine Ahnung, ich finde die jetzt hier Windräder schon nicht schön. 30.000 gibt es und die produzieren wie viel Prozent des Primärenergieverbrauchs in Deutschland? 2, ne? Oder 1? 2,8. Ja. So, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie viel wir brauchen, wenn wir nicht 3%, 30%, dann kriegt, ne? Und so weiter. Jedes Haus auf dem Dach. Sie kommen, wenn Sie das hochrechnen, nehmen wir mal an, wenn Sie es hochrechnen, dann brauchen wir 1 Million. Und das bedeutet, auf 80 Einwohner der Bundesrepublik kommt eine Windmühle. Das ist kein Scherz. Doch, es ist ein Scherz. Das stimmt aber. Ich muss Ihnen, da muss ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen bei Faulkner, die mir so gefallen hat. Da ist ein Haus ganz einsam. Und völlig verhungert und mit viel Durst und bei einem Riesensturm klopft einer an die Tür. Und dann macht er auf und sagt, bist du meines christlichen Glaubens? Und da sagt er nein. Und dann macht er die Tür wieder zu. Und dann, also das ist eine Geschichte aus der Bibel, und dann kommt der Heilige Geist und sagt, Gott hält den schon seit 50 Jahren aus. Warum du nicht für eine Nacht? Und dann sagt er in dem Faulkner Roman, das steht wirklich in der Bibel, nein, sagte er, aber es könnte doch drinstehen. Ja. Wegen Schiller. Ja. Ihre Frau. Mehrheit, das ist der Unsinn. Vernunft ist stets bei wenigen nur gewesen. Das ist das Original. Gut. Aber ich finde, meine Version ist irgendwie griffiger. Ja, die ist auch die ist auf jeden Fall verständlicher. Ja. Ihre Frau behielt ja eine Catering-Agentur. Sie haben 2 Töchter. Bleiben die im Unterschied, die beiden Töchter zu uns beiden, machen die was Vernünftiges? Die eine hat hat Regionalwissenschaften Afrika und Asien studiert, sich dann aber eher dem Tierfilm zugewandt und hat bei einer Tierfilmproduktion gearbeitet und will das jetzt auch weitermachen. Das finde ich sehr schön. In meinem Alter fängt man sich sehr an, für Tierfilme zu interessieren. Ja. Sehr gut. Ab 6 nicht zugelassen. Und die andere studiert Jura. Ach, um Gottes Willen. Na gut, wenn sie mal was braucht, kann sie mich ja anrufen. Haben Sie richtig gute, enge Freunde oder ist das bei Ihrer Tätigkeit schwer?
Nö, habe ich schon, aber meistens auch welche aus dem beruflichen Umfeld. Aus dem beruflichen Umfeld, ja. Doch, ja. Oder so Reiter. Springreiter. Ich verstehe, wenn Sie sagen, dass Sie gerne Geschichte studiert hätten, aber dass Sie auch sagen, dass Sie gerne Jura studiert hätten, das müssen Sie mir erklären. Ich hätte gern Jura fertig studiert. Ob ich jetzt gern Jura studiert hätte, ist eine andere Frage. Aber ich würde gern haben, wenn ich jetzt zurückblicke und denke, ja, du hast Jura studiert, verstehst wirklich was davon. Nicht? Also, weil das ist ja das Handwerkszeug dieser Gesellschaft. Nicht? Das sind die Geräte. Und das finde ich sehr interessant. Also muss Ihnen sagen, und vor allen Dingen, man kann damit jede Menge machen. Da können Sie sogar irgendwie Interviews machen, Talkshows und... Kann man alles machen. Stefan Raus kann man befragen und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Gesetze so unverständlich geschrieben sind, dass Sie sie nicht verstehen. Das hat einen zutreffenden Sinn. Sonst brauchten Sie uns Anwälte nicht. Das geht ja gar nicht. Verstehen Sie? Deshalb schreiben wir ja, die so. Aber das hat ja noch einen weiteren Sinn. Es geht ja immer darum, in jedem rechtlichen Verfahren, ob vor Gericht oder sonst was, sozusagen die Realität eines Falles mit den Gesetzen abzugleichen. Nicht? Wenn das immer so einfach wäre, dann brauchte man vor Gericht nur einen einzigen Juristen als Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und... Klar. Das ist viel schwerer, das stimmt. Wie viele Pferde gehören Ihnen denn inzwischen und wie oft sehen Sie sie und wie oft reiten Sie mit den Pferden? Naja, das, was heißt inzwischen, wir betreiben ja eine richtige Zucht, nicht? Also einen richtigen Betrieb. Also ich habe einen richtigen Bauernhof mit viel Fläche und Angestellten und allem drum und dran und insgesamt immer so, 40, 45 Pferde. Und reiten da Sie sind selbst? Aber, ja. Da sind aber dann natürlich Stuten... Zuchtstuten, Fohlen, Jährlinge, Zweijährige, Dreijährige, das läppert sich dann schnell zusammen. Und dann bilden wir die aus und dann verkaufen wir sie immer ungern. Deswegen will ich das auch ein bisschen einschränken, weil ich verkaufe die ungern, ehrlich gesagt. Ich kann mich ungern von denen trennen. Ich meine, mein einer Bruder hat mal zu mir gesagt, das ist immer so, als wenn wir unseren anderen Bruder verkaufen. Da habe ich gesagt, nee, das ist viel, viel schwerer. Und für den würden wir auch nichts kriegen. Nicht? Nein, das ist jetzt gemein. Nein, also mal haben wir schon mal ein ganz teures Pferd verkauft. Dann denken alle Leute, Junge, die Wetter, das passiert ihm jedes Mal. Nicht? Aber Pustekuchen denkt man dann, wie beim Roulette einmal gewonnen. Nicht? Denkt man, jedes Mal passiert das, aber ist nicht so. Und der eine angestellte Reiter, oder die gehen damit auf Turniere. Meine Tochter, die Jüngere, reitet auch sehr gut, gewinnt auch eine ganze Menge, wenn sie nicht gerade studieren muss. Ich reite durch den Wald. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen von Winkler, dem Olympiasieger, dem Mehrfachen. Der hat mir erzählt, was ich natürlich überhaupt nicht wusste, dass alle Pferde von den Spitzenspringreitern aus der DDR kamen. Nicht alle, sein letztes nicht, aber davor hat er nur beim Volkseingestüt Magdeburg das gekauft. Und da hat mich eine Frage beschäftigt. Wenn die so, die kosteten immer so 100.000 D-Mark, die Wiesen, ganz wichtig, etc. Was mich bloß interessiert ist, es gab ja immer den Preis der Nation am Schluss der Olympischen Spiele. Und meistens gewann die Bundesrepublik Deutschland. Wenn die so gute Pferde hatten, hätten sie doch auch welche ausbilden können, um da selber mal zu gewinnen. Also auf die Idee kamen die gar nicht. Lag das daran, dass das so ein bürgerlicher Sport war? Nein, also erstmal stimmt die Geschichte mit der DDR natürlich nicht. Es gab durchaus Pferde aus der DDR, die gut waren. Ich habe übrigens selbst eine Stute, die aus der DDR kommt. Die haben wir in der Zucht. Er hat auch nicht gesagt, alle, aber viele. Aber es kamen welche. Die haben aber auch selbst zu DDR-Zeiten Hengste zum Beispiel aus Hannover in die DDR importiert. Und es gab auch ein paar gute Reiter, aber insgesamt ist es so, dass natürlich die besten Springpferde waren neben den Hannoveranern hauptsächlich die Holsteiner, muss man wirklich sagen, weil die konsequent auf Springpferde gesetzt haben und deswegen waren eine Zeit lang die meisten wirklich guten Springpferde Holsteiner. Jetzt inzwischen hat sich das wiederum nach Belgien und nach Holland verlagert, das ist ja ein ganz internationales Geschäft, dadurch, dass es ja auch künstliche Besamung gibt. Das heißt, sie können den Samen von jedem Hengst weltweit einkaufen. Ich weiß, dass die Stuten und auch die Kühe beschissen werden.
das ist mir bekannt. Das nennt man künstliche Besamung. Ja, jetzt haben Sie mir mein volkseigenes Gestüt Magdeburg weggenommen. Nein, ach, nein, die haben gute Pferde, das ist keine Frage. Und ich sage Ihnen, diese Stute, die ich habe, die aus der, der hat Ihnen die andere Geschichte aber nicht erzählt. Wissen Sie, dass der unglaublich nervös war, bevor er sich aufs Pferd gesetzt hat und irgendwie einen World Cup oder sowas geritten ist? Der hat jedes Mal gekotzt, hat er mir selbst erzählt. Der hat immer so unauffällig im Busch vorher... Der Recknagel soll ja auch erzählt haben, dass er vor jedem Sprung sich vor Angst fast in die Hosen gemacht hat. Und dann, lieber Stefan Aus, Sie sind ein bedeutender Publizist, Autor, Journalist, Dokumentarist und haben die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auf Ihre spezifische Art mitgeprägt. Ihr Vorzug besteht darin, dass Sie unkäuflich sind, dass Sie zwar politische Grundauffassungen haben, aber für unterschiedliche Ansichten offen sind. Bestimmte Skandale und Missstände ließen Sie nie in Ruhe. Wenn es Menschen wie Sie nicht gäbe, würde vieles nicht nachgeforscht werden, bliebe viel mehr im Dunkeln. Natürlich haben Sie das Recht, Ihr Alter zu genießen, auch die Natur und Ihre Zeit mit den Pferden zu verbringen. Aber Sie dürfen schon in unserem Interesse niemals aufhören zu recherchieren und auch unbequeme Wahrheiten ans Licht zu bringen. Heute sage ich Ihnen einfach mal, was ich Ihnen noch nie gesagt habe, danke. Oh, da sage ich immer danke. Thank you.